Ich begrüße erst einmal ganz herzlich Herrn Sellnow von der Gemeinwohlökonomie mit Bild. Und Sie sagen mir dann gleich nachher, wenn Sie dran sind jeweils, welches Ihrer Bilder ich versuchen soll aufzurufen. Ich habe ja von Ihnen zwei Gemeinwohlökonomiebilder, falls Sie es brauchen. Dann seht ihr das, was ich jetzt zeige? Seht ihr den Herrn Sellnow? Ja. Und jetzt, das sind unsere Professorinnen, sechs Professorinnen unserer 24 vom Weltrat der Weisen. Die reden quasi mit, geistig. Unsere Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit AD und Bundesverdienstkreuzträgerin Professor Lehr und so weiter. Professor Mertens, ein Topmann aus dem Anti-AKW-Bereich auch. Das seht ihr jetzt. Seht ihr das auch? World Council of Wise People, die Dia-Show? Ja. Ja, das ist ja super. Das brauche ich nachher. Wenn ihr diese Dia-Show sehen könnt, ist das fantastisch. Ja, ich hab auch noch ein paar Bilder geschickt eben gerade. Ah, das ist jetzt zu spät. Wenn ich jetzt anfange, da zu turnen, aber wir machen das verbal, malen wir die Bilder, ja? So, und jetzt muss ich ja gucken, wie ich hier. Jetzt müsste ich ja gucken, wie ich zu euch zurückkomme, und das geht wahrscheinlich über die Kamera. Bin ich jetzt wieder bei euch? Wir sehen weiter das Porträt vom Herrn Genau, Sellner. aber ich bin nicht als Redner auch zu sehen, ganz klein? Klein daneben, ja. Das reicht doch. Ich muss ja Ja. nicht so groß zu sehen sein. Wir machen also 2 Minuten reihum. Ich habe die ersten 2 Minuten nur einfach, damit deutlich wird, wie es gehen kann, rein technisch sozusagen, worüber wir heute reden wollen. Nämlich, wir wollen darüber reden, Gemeinwohlökonomie als Staatsform und gemeinwohlorientiertes Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell der Next Scientists for Future.de als neues Staatsmodell. Und da fange ich mit meinen ersten 2 Minuten. Ihr müsst verzeihen, ich bin technisch hier eben sozusagen. Ich muss noch eins prüfen. Seht ihr jetzt etwas anderes? Jetzt das World Council of Wise People. Kla Ist es groß oder klein? Groß. Dann seht ihr das nämlich jetzt nicht. Ich muss also wieder umschalten. Neue Freigabe. Dann seht ihr nämlich wahrscheinlich mein Google. Seht ihr jetzt unsere Homepage? Blau. Ja, Next Scientist for Future. Dann klappt ja sogar das, ne? Ein Textausschnitt, wo unten steht Greta Thunberg, Listen to the Science und Unite Behind the Science. Genau, darum geht's ja. Ich stoppe das und dann müsste ich euch wieder alle groß haben, ne? Ja. Also, alle herzlich willkommen. 13 Teilnehmer zeigt es an. Schluck Wasser und es geht in ein paar Sekunden los. So, ich begrüße nochmal ganz herzlich unseren, ja, Ehrengast, Herrn Sellnow, weil es für uns natürlich ganz toll ist, dass wir mal die beiden Weltwirtschaftsmodelle nebeneinander stellen können, die ich persönlich natürlich, das ist meine subjektive Meinung, für die Favoriten auf dem Weg zum neuen Weltwirtschaftsmodell sehe. Ja? Und ich fange mit meinen ersten 2 Minuten an. Ich muss bei euch wahrscheinlich immer Piep, Piep sagen, denn ihr hört meine Piepstöne nicht, weil da ist ein Gate drin, wahrscheinlich in Zoom. Und deswegen, sag dann immer Piep, Piep rein. Ja? So, meine ersten 2 Minuten laufen. Für uns ist es so, dass die Gemeinwohlbilanz natürlich mit dem leichten Problem belastet ist, dass ein Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen quasi viele Werte erstellen muss, bei denen es auch immer einen gewissen subjektiven Faktor gibt. Und wenn dann Milliarden Finanzströme und Finanzzuschläge durch Steuersenkungen für Unternehmen mit einem guten Gemeinwohlbilanzpunktwert oder Vorteile bei der Auftragsvergabe, wo es auch um Hunderte von Millionen gehen kann,
könnte es aus unserer Sicht so ein bisschen so sein, wie unser Professor Manfred Mertens, der hat gesagt, wenn wir einen völlig neuen Staat machen, sozusagen, dann müssen wir knallharte Daten haben, an denen kein juristischer Streit entspinnen kann darüber, ob jetzt die Einschätzung eines speziellen Wirtschaftsprüfers sozusagen präzise genug ist, weswegen wir eben dann sagen, wir haben die Wohlfühlnote und die Wohlfühlwahlstimme, die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, Gesundheitskostendaten und viele andere Daten, die ich nachher noch mal kurz ins Bild bringen werde, die uns dann sozusagen eine knallharte Zahlen, unverrückbare Zahlen, die dann in einer Fort Knox beim Bundeswahlleiter in Wiesbaden liegen würden und die dann unverrückbar sind sozusagen. Und ja, und das ist so, deswegen sind wir der Meinung, wir sollten da mit der Gemeinwohlökonomie fusionieren. Über den Grundansatz gibt es überhaupt keine Diskussion und kein Verdun. Das kapitalistisch-marktwirtschaftliche System ist wie ein Panzer, ein Killerpanzer, der über Mensch und Umwelt hinwegwalzt. Darüber brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Das ist, glaube ich, für alle Konsens, ne? Herr Sellner, Ihre ersten 2 Minuten laufen. Brauchen Sie vorher ein Bild von mir? Geht auch so? Nur den Ton müssen Sie freischalten. Ihr Mikrofon. Ja. Sagen Sie mal was? Ja, hallo, bin ich gut zu hören? Sehr gut. Okay, wunderbar. Jetzt Ja, läuft Ihre Uhr. Dankeschön. Ich mache mir mal auch einen Wecker. Also, ich möchte gerne am Anfang kurz sagen, wer ich überhaupt bin, weil ich denke, dass ich in der Runde unbekannt bin. Also, in meinem früheren Leben, das heißt in meinem beruflichen Leben, war ich Diplom-Volkswirt und Stadtplaner. Und habe Teilzeit bei der Stadt Nürnberg als ökologischer Stadtplaner, ökologische Stadterneuerung gearbeitet, also seit über 40 Jahren im Feld Nachhaltigkeit, Ökologie und Stadt unterwegs. Parallel dazu freiberuflich als Moderator und Mediator von Bürgerbeteiligungsveranstaltungen. So, das mal zu meiner Person. Seit 4 Jahren bin ich bei der Gemeinwohlökonomie, habe die Regionalgruppe Metropolregion Nürnberg mitgegründet und bin da also jetzt dabei, durch Vorträge und Seminare und Kontakte zu Unternehmen und Stadtverwaltungen und Parteien und so weiter, diesen Gedanken der Gemeinwohlökonomie zu verbreiten. Ja, das mal als Einleitung. Dann diese Frage, die am Anfang gestellt wurde, wie müsste denn das Grundgesetz geändert werden? Da kann ich sagen, ist die Gemeinwohlökonomie in einer hervorragenden Position, weil da muss nämlich nicht was Neues, was es nicht gibt, erst rein, sondern das Thema Gemeinwohl ist schon drin. Also ob es ein bisschen verklausuliert ist, wie Eigentum verpflichtet oder in anderen Artikeln, auch in den Landesverfassungen, in der Bayerischen zum Beispiel in Paragraphen 151 steht wörtlich drin, die Wirtschaft hat dem Gemeinwohl zu dienen. Also der Satz ist genauso nachzulesen. Also insofern haben wir da den großen Vorteil, dass unser Kernanliegen, das in dem Zauberwort Gemeinwohlökonomie gipfelt, das ist schon vorhanden. Der Nachteil ist, dass kein Mensch genau weiß, was es ist. Und dass kein Mensch das, also ja, es steht in der Verfassung und alle sind der Verfassung verpflichtet. Insofern kann man sagen, alle sind doch dem Gemeinwohl verpflichtet. Aber weil es eben nicht präzisiert ist, kann damit konkret eigentlich keiner was anfangen. Und wenn man die Parteien fragt, was meint ihr denn genau damit, kriegt man in der Regel Schulterzucken. So, und da sehe ich schon mal einen großen Aufschlag oder Vorteil der Gemeinwohlökonomie, dass sie sagt, also wir fangen mal an, diesen Begriff, Dankeschön, inhaltlich zu füllen. In der nächsten Runde präzisiere ich das. Ja, herzlichen Dank. Und jetzt kommt Öff mit seiner ersten Runde. Heute, Öff ist so eher, für mich eher eigentlich ein vermittelndes Element, aber vielleicht heute auch mal ab und zu mal ein Wort zu diesen staatsgesetzlichen Änderungen. Gemeinwohlbilanz als Staatselement und Wohlfühlstimme, Gesundheitskostendaten und so weiter als Staatselement. Ja, die Zeit beginnt gleich. Ja, ich bedanke mich und in der Tat sehe ich mich eher so, auch was Verfassungsfragen angeht, als den Verfechter des demokratischen Aspekts, also dass wir lernen, alle einander zuzuhören und dass es nach freier Argumentekultur gehen kann. Meine Hintergründe reichen natürlich davon, dass ich ausgestiegen bin, lebe völlig ohne Staat und Geld, habe Papiere abgegeben, bin der Ansicht, wir sollten nur noch
im Konsens miteinander fürs Wohl des Ganzen entscheiden und geschwisterlich miteinander teilen und schenken. Also sozusagen die aufgeklärte Bonobo-Kommune, die auch der Weltrat der Weisen wohl als ein schönes Ideal betrachtet. Das versuche ich so direkt wie möglich zu leben. Also der Sprung über alle Zwischenstufen hinweg in den Endzustand, den anarcho-kommunistischen Endzustand oder eben die aufgeklärte Bonobo-Kommune. Aber ich finde den Aspekt jetzt eben dieser demokratischen Qualität auch bei unserem Gespräch heute super wichtig, weil wir schaffen es jetzt vielleicht wirklich, dass wir alle uns an einen Tisch setzen und frei so unsere Gedanken zusammenbringen können. Und dass wir dann schauen können, es geht nicht mehr danach, wer hat äußerlich mehr Wirbel in Medien oder sonst was, sondern wie ist die Qualität genau der Argumente, die vorgetragen wird. Und da haben wir ja mit großen Problemen zu tun. Also es ist ja nicht kein Zufall, dass das nicht so einfach ist, die Menschen alle so zusammenzubringen. Und deshalb glaube ich, und das sehe ich so als meinen Hauptakzent immer so, auch Brücken zu schlagen, wie können wir einen guten Geist des Zusammenführens hinbekommen, ohne, und ich spreche jetzt ein großes Problem an, ohne dass zum Teil schon zu viel Angst besteht, allein schon durch das Sprechen mit anderen Alternativgruppen zu viel deren Fehler oder Unrecht tun zu unterstützen, was oft mit Begriffen verbunden wird wie Vermeidung falscher Querfronten und so weiter. Ich finde es sehr wichtig, dass wir solche Ängste ernst nehmen und versuchen, Konzepte zu entwickeln, ob und wie diese Ängste ausgeräumt werden könnten, bestmöglich, mit ausreichender Effizienz. Also den Leuten, die Angst nehmen, Vertrauen da wecken und aufbauen. Ich denke, eine gesicherte wissenschaftlich-demokratische Austauschkultur, was ich eben gern freie Argumentekultur nenne, ganz oben an mit einem roten Notfallknopf für Diskriminierungsvermeidung, halte ich für ein machbares Konzept. Und das müssten wir vielleicht versuchen, dann in den Details auch so zu denken und da was draus zu machen. Vielen Dank. Technischer Hinweis, du wurdest teilweise immer leiser. Achte auf die Nähe zum Mikrofon und dann ist so ein leises Bitzeln bei dir noch drin im Ton. Das kriegst du wahrscheinlich aber nicht weg. Aber wenigstens dann deutlich am Mikrofon sein. Und jetzt technischer Hinweis, während jetzt Thomas gleich dran ist mit seinen ersten 2 Minuten und leider seine Bilder malen muss, schlag ich schon mal ein Bild auf, was ich brauche für die nächste Runde. Lasst euch daran aber nicht stören. Ja, Thomas ist jetzt dran. Ne? Bitte einschalten. Nochmal Sprechprobe. Ja. Wie gesagt, wenn möglich, auf Gesetze orientiert. Wie soll der Start von morgen aussehen? Ja, gut. Dazu müssen wir mal die Webseite aufschlagen. Da habe ich ja unter Welt schon mal die Gesetze formuliert, also das, was man braucht. Ja. Denn ich wisst ja, ich gehe davon aus, dass das nicht national lösen lässt. Ja, das müssten wir international lösen. Ansonsten würden wir da am Problem vorbei diskutieren. Ja. Ich darf mich auch noch mal kurz vorstellen. Ich bin also Thomas Veth und ich betreibe Umwelt schon seit 25 Jahren. Ach nein, eigentlich länger. Ich habe also 1980 die erste biologische Reinigungsanlage mit aufgebaut. Ja, ich kenne also den Herrn Joschka Fischer persönlich, der dann einfach morgens da in unserer Anlage stand und sich von mir hat rumführen lassen. Und ich hatte auch mit solchen Leuten zu tun wie den Herrn Roland Koch, ja. Und habe also sehr viel praktische Erfahrung mit Politikern, hohen Beamten, hohen Betriebsleitern, ja. Was einem so auf dich nieder oder äußerst bank niederprasselt und ich vermute mal, dass wir... Da ist irgendwo eine Störung, irgendwo hat jemand ein Mikrofon auf. Und ich denke also mit... sozusagen mit geistigem Gut können wir dem nicht beikommen. Wir müssen wirklich praktisch arbeiten und dabei auch die ganze Welt mit einbeziehen. Ja. Also das muss über die Weltpolitik muss das gehen, weil wir brauchen praktische Änderungen. Ja. Änderungen im Geist sind jetzt eigentlich nicht so gefragt. Ja. Waren auch vor 30 Jahren noch nicht gefragt, ja. Es ist halt jetzt im Moment, ja, es ist sehr aufgekommen, ja. Also wie ich anfing mit Umweltschutz, ja,
Piep, Weil piep, piep. eine. Piep, piep, piep. Ja, ich habe das schon wahrgenommen. Ja, aber ich bin ja auch unterbrochen worden. Ich habe schon ein paar Sekunden draufgeschlagen. Ja. Okay, machen wir mal weiter. Ja, danke schön. Bis zur nächsten Runde. Sieht man jetzt schon dieses Greta vor Präsident? Sieht man das? Ja. Okay, dann funktioniert's ja. Dann ist jetzt Carla dran mit ihrem ersten, hoffentlich sehr gesetzesbezogenen Statement. Carla, ich hoffe, du kommst gleich ins Bild, wenn du dein Mikrofon einschaltest. Ja, ich habe mein Mikrofon eingeschaltet. Ich sehe dich. Super. Und ihr hört mich auch, ne? Okay, dann starte ich mal. Ich bin Carla aus Berlin, sehe mich als Vernetzerin, Multiplikatorin und versuche herauszufinden, wie man möglichst viele Menschen inspirieren kann, umweltgerecht zu agieren und zu leben. Und dafür zählen natürlich für mich auch Politikerinnen, Entscheiderinnen. Mir fielen spontan ein, als Rückmeldung, das Format der Bürgerräte, das ich sehr hilfreich finde, auch weil es etwas unterstützt aus meiner Sicht, und da würde mich auch eure Position zu interessieren, um Menschen zum Handeln zu kriegen, brauchen sie nämlich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und was vielen, glaube ich, momentan fehlt. Sprich, selbst wenn es die Gesetze gibt, in dem Moment, wo sie das Gefühl haben, sie werden nicht umgesetzt, werden sich die Menschen dann auch nicht selbstwirksam fühlen und dann auch dementsprechend womöglich nicht in ihrem eigenen Tun sich dran halten. Deshalb zu schauen, auch, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie schafft man das, was jetzt auch in der Bayerischen Verfassung ja schon seit langem steht, dass es wirklich auch Realität wird, wenn Bürger sich darauf berufen, sagen, das steht doch da drin, dass das dann konkret umgesetzt wird. Was braucht es genau konkret an Gesetzen? Also das zum Beispiel bei der Umweltgesetzgebung ist es so, gibt es einen ähnlichen Passus. Es muss aber nur formal geprüft werden, ob es überhaupt erwähnt ist. Selbst wenn drin steht, schadet der Umwelt, dann ist trotzdem die Prüfung erfolgreich. Wie kriegen wir es also hin, genau explizit Gesetze hinzubekommen, die das hinbekommen, dass es dann auch rechtssicher ist? Genau, ich habe noch 20 Sekunden, aber die verschenke ich. Danke. Ja, herzlichen Dank für die erste Runde. Und jetzt stehe ich wieder auf dem Programm. Und ihr seht das Bild, Greta vor Präsident? Ja, gut, dann kann ich ja loslegen. Also, wie kommen 24 Professorinnen, eine ehemalige Bundesgesundheitsministerin, wie kommen die auf die verrückte Idee, hier Greta Thunberg und Fridays for Future in diesem Artikel hier zum Beispiel, das ist nur einer von zig Artikeln, wie kommen die auf die verrückte Idee, den Kohlestopp 26 voll finanziert anbieten zu können, den Fridays for Future und den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima denen anzubieten, worüber dann ja auch die Bild-Zeitung geschrieben hat und so weiter. Wie kommen die auf so eine verrückte Idee? Ja, und das ist auch einer der Vorsprünge, den unser gemeinwohlorientiertes Gesellschaftsmodell gegenüber der jetzigen Form der Gemeinwohlökonomie noch hat, nämlich dass wir ein Wirtschaftswunder von 0,5 Billionen pro Jahr anstreben würden, natürlich nicht im ersten Jahr der Reformen, sondern nach und nach. Und ich brauche jetzt hier, ich muss jetzt gucken, wo es ist. Hier sind unsere Wohlfühlstimmen. Hier ist zum Beispiel der Bildartikel, ja, seht ihr den? Bild-Zeitungsartikel, ja. Und über die 900 Milliarden Euro fürs Klima, das war eine schöne Pressekonferenz, leider nicht mit den Orga-Teams von Fridays for Future, sondern nur mit den Demonstrationsteilnehmern von Fridays for Future, die begeistert waren von dem Angebot. Und hier haben wir was Entscheidendes, nämlich der hier, seht ihr das, zweiter Teil, die bisherige Geldverschwendung. Da könnte ich euch jetzt 20 Links anklicken, wo der Spiegel, die Wirtschaftswoche, Süddeutsche und so weiter, alle beschreiben, wie der Kapitalismus, die Marktwirtschaft Milliardengelder jedes Jahr zum Fenster rauswirft. Nach der Einführung der Wohlfühlstimme der Gesundheitskostendaten als gesetzesrelevante Daten, die dann erhoben werden vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, ändert sich. Aber meine Zeit ist um und deswegen werde ich das in der nächsten Runde vertiefen. Ja, Herr Selno, Ihre nächsten 2 Minuten können jetzt starten. Sind Sie startbereit? Ja. Brauchen Sie ein besonderes Bild oder können Sie auch mit Worten malen? Ach, Sie könnten das Bild von den Werten der Gemeinwohlökonomie einblenden. Neue Freigabe.
Ich kann derweil schon mal beginnen. Also ich tue mich ein bisschen schwer. Warten Sie ruhig, das geht sonst so durcheinander. Helfen Sie mir gerade mal, wie ich auf Ihr Bild komme. Ich gehe jetzt hier unten drauf. Ich gehe das. Ja, nur warum macht er das nicht? Sieht das irgendwie? Na, jetzt, ja, genau. Sehen Sie das jetzt? Ach, ja, das war eben da. Aber jetzt ist es wieder weg. Ja, was ist da, läuft da schief? Kann mir jemand technisch helfen? Können Sie zurückgehen, einfach mit dem Pfeil? Weil eben war es zu sehen. Ja, ich probiere mal das hier. Jetzt? Nein. Jetzt muss ich es freigeben. Warten Sie. Neue Freigabe steht da oben. Wie wäre das? Ist es das? Noch? Ja, ja, wunderbar. Eine technische Testrunde machen. Ne? Das können wir vielleicht mal morgen angehen oder so. Ja, nö, aber ich meine, wir kommen ja jetzt sogar mit klar. So, jetzt erst beginnt Ihre Zeit zu laufen, ja? Ja, vielen Dank. Also ich tue mich ein bisschen schwer mit Ihrer Eingangsfrage, diese 2 Minuten im Hinblick auf Gesetze, Verfassung und so weiter zu nutzen. Und zwar aus dem Grund, weil die Gemeinwohlökonomie sich als eine Graswurzelbewegung versteht, die nicht an erster Stelle nach Gesetzen und Verfassungsänderungen ruft, sondern die sagt, okay, natürlich brauchen wir irgendwann die Parteien und die Politik und vielleicht auch die Verfassung, aber wir fangen an der Wurzel, das heißt bei uns selber an, in unserer Nachbarschaft, bei den Freunden, bei den Läden, denen wir kaufen, bei den Firmen, bei denen wir arbeiten. Also das ist das Verständnis. Und insofern, unabhängig davon, ob jetzt die staatstragenden Parteien Hurra schreien bei der Gemeinwohlökonomie, fangen wir schon mal an. Das ist sozusagen der Ansatz. Und es gibt schon über 2000 Unternehmen, die diese Gemeinwohlökonomie unterstützen, über 500, die die Gemeinwohlbilanz gemacht haben. Es gibt über 7.500 Mitglieder in Gemeinwohlökonomiebewegung. Also es ist nicht so, dass es nur eine Handvoll ist. Und die Frage, wann ist die kritische Masse erreicht, kann man jetzt zahlenmäßig nicht beantworten. Aber das Verständnis ist eben, wie gesagt, von unten nach oben, von selber machen, von leben. Und wir merken inzwischen durch Zulauf und Nachfragen von den staatstragenden Parteien, dass die inzwischen hellhörig werden. Und die fragen wir dann genau danach, Gemeinwohl steht in der Verfassung, was versteht ihr denn darunter? Und hier im Bild sind eben unsere 5 Werte, Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Mitbestimmung und Transparenz zu sehen. Und wir sagen, das ist unser Vorschlag und der kommt nicht irgendwie aus dem Ärmel geschüttelt, sondern der lässt sich nachweisen, weil er auch als Verfassung in den Verfassungswerten drinsteht und daraus abgeleitet wird. Das heißt, wir machen etwas konkret, was schon da ist und verlangen von den Parteien zu sagen, habt ihr einen besseren Vorschlag oder einen anderen Vorschlag, aber wie steht es damit in eurem Handeln? Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Dann ist jetzt Öff dran und wie gesagt, stört euch nicht dran, wenn dann an den Bildern gewerkelt wird, weil das dauert ja immer ein bisschen. Öff, du bist dran, gell? Ja, danke schön. Ich setze mal noch ein bisschen fort und dann habe ich das, glaube ich, jetzt rund hier mit meinem zweiten Redebeitrag, diese Metaebene der demokratischen Gesprächsbereitschaft und der Möglichkeit, dass wir dadurch wirklich als Verfassung so richtig eine demokratische Verfassung auch zustande bekommen. Lauter. Ja, ich versuche mal lauter noch zu sprechen. Ich hatte schon gesagt, das wäre ganz wichtig, dass wir das hinbekommen unter all den verschiedenen Menschen und Initiativen. Ich bin auch der Ansicht, Herr Faeth, dass es schon gut ist, wenn wir alles auf den Tisch kommen lassen, also was wir an geistiger Veränderung brauchen oder praktischer Veränderung, dass das wirklich offen ist, also demokratisch die ganze Palette der Wahlmöglichkeiten oder der wählbaren Optionen, dass wir das eben hinbekommen, dass das in den Blick der Wähler kommt und dann, dass wir da mit weiterarbeiten können. Und da bin ich der Ansicht, dass es ganz wichtig ist, alle Dimensionen so einerseits zu sehen, also dass wir das brauchen zwischen Alternativgruppen, damit die sich an einen Tisch setzen, statt sich auszugrenzen, dass wir es brauchen zwischen Alternativgruppen und Vertretern von Politik und Wirtschaft, dass die nicht gucken, wer hat das größere Megafon oder hat der Bill Gates mehr Einflussmittel, dann hören wir auf den, sondern dass wir wirklich lernen, einfach auf die Qualität von Argumenten zu schauen. Auch was Wissenschaftler angeht und Medien, siehe jetzt im Moment den Doktorenstreit im Corona-Zusammenhang. Also das müssten wir demokratisieren, statt dass da irgendwelche Manipulations- oder Korruptionsmechanismen so einwirken.
Also wer ist der Stärkere halt? Ne? Es muss danach gehen, wer hat die besten Argumente, die besten wissenschaftlichen Argumente. Das könnte am Ende aus meiner Sicht als besonderer Hebelpunkt bis zu einer wirklich zensurfreien Ausgestaltung von Wikipedia als einem Verantwortungsnavi der Menschheit führen. Also da gäbe es viele Möglichkeiten. Und egal, ob jetzt diese demokratischen Dimensionen oder die ökonomischen Dimensionen, also wir haben ja jetzt verschiedene Ökonomiemodelle, ich bin der Ansicht, wir sollten das wissenschaftlich so greifbar und prüfbar wie möglich alles machen und dafür Spielräume geben, dass wie in einem Zoo der verschiedenen Theorien, politischen und ökonomischen Systeme, die im Kleinen sich umsetzen können und daran geprüft werden können. Alles klar, Dankeschön. Thomas ist dran und wie gesagt, nicht stören lassen mit den Bildern. Ich brauche so lange, um überhaupt ein Bild reinzubringen. Das lasst euch daran nicht stören. Konzentriert euch voll auf Thomas. Ne? Ja, deswegen, mir war vorher schon die Idee im Kopf, da mal eine technische Runde zwischen uns einfach nur zu zweit zu machen, damit du das ein bisschen üben kannst da mit der Technik. Ich dachte mir schon, Aber das können wir ja irgendwann besprechen. Also, bitte jetzt starten. Aber es wäre sehr lieb, wenn meine Webseite da mal eingeblendet werden könnte. Geht das? Ich kann es versuchen, bis zur nächsten Runde zu schaffen. Ja, sonst muss ich ja alles vorlesen immer. Ja, das macht ja auch keinen Spaß, ja. Wie gesagt, mein Konzept ist international, ja. Und es muss auch international sein, weil ich habe ja auf der Seite 1 das Beispiel mit Mexiko dargestellt, ja. Also Mexiko ist Vorreiter in Südamerika, in Amerika überhaupt, mit der Photovoltaik und mit den Sonnenkraftwerken, ja. Und trotzdem, wenn man den Wirtschafts- und Gesundheitsbericht liest, bei Mexiko, dann wird man zweifelsfrei feststellen an den Daten halt, wenn man das ausrechnet, dass der CO2-Ausstoß in Mexiko sich bis 2050 mindestens um 50% wachsen wird, sich aber wahrscheinlich, ja jetzt ist es wieder so groß, ja kann man das nicht mal in normaler Größe haben? Ich verstehe nicht, warum es so groß ist, so kann man ja gar nichts lesen, ne? Da sieht man überhaupt schon die Homepage? Eingestellt, ja. Ja, sieht man. Ich gehe jetzt mal auf Deutsch hier. Ja, ja, es ist aber zu groß. Zu groß. Und welche Seite? Welt. Aber es ist immer noch zu groß. Du musst oben in der Treffzeile steht 150%. Wenn du auf diese 150% draufklickst, bist du auf 100%. Ja. Direkt neben, links weiter. Ich bin direkt jetzt ganz neben den Namen. Oben. Genau, in der Adresszeile, direkt neben der Adresse, rechts daneben. Ach, dort, genau, rechts. Direkt, nein, nicht beim Tab, sondern in der Zeile, wo du die Adresse eingibst. Ah, da steht genau. 150%. Genau, da klick drauf. Draufklicken, ja, ist besser? Ja, jetzt sieht man das schon eher. Ja, und wohin? Mal auf Welt gehen, ja. Auf Welt? Welt ganz links, ganz dritte Zeile, jawohl. Welches Bild? Ja, da steht der Text, ja. Es ist also ein Text, ja. Da haben wir die Änderungen, die gemacht werden müssen, ja. Und zum Beispiel war ich ja in Israel. Ich hatte Israel vorher den schriftlichen Teil, der ein bisschen ausführlicher ist, ein bisschen sehr ausführlicher als die Webseite, ja. Kann man das oben zeigen, ja? Jetzt haben wir ja den kleinen Text da. Oben den Text. Einfach runterscrollen wieder. Jawohl! Genau, die fettgedruckten. Ach, das hier. Genau. Unter der Weltkarte. Das brauchen wir, um das Klima zu retten. Ja? Und die Israelis, die machen es halt so. Die haben zum einen die Sonnenkraftwerke aufgebaut. Sie bauen die Wasserkraftwerke auf und sie bepflanzen die Wüste. Ja? Und demnächst, also meine Frau lebt ja in Mexiko, möchte ich das auch mit Mexiko machen. Das heißt, ich gehe nach Mexiko, spreche dort mit der Regierung. Ja. Durch meinen Schwiegervater habe ich da Connections, ja, und hoffe, mit denen in Kontakt zu kommen. Ja. Und so müssen wir das halt so machen. Ja. Wir müssen handeln. Nicht sprechen, sondern konkret handeln. Bauen und umformen. Ja.
Wir brauchen Vollrecycling, wir brauchen Kreislaufwirtschaft, Kreislaufchemie, Energienetzwerk, Wassernetzwerk und so weiter. Ja? Cradle to Cradle, Permakultur. Aber mehr bitte in der nächsten Runde. Ideen zusammen in einen Topf und dann loslegen. Genau. Hm. Meine Redezeit ist zu Ende. Ja. Bitte, Carla, jetzt die nächste Runde. So, genau. Hört ihr mich? Ja, super. Ja, weil ich habe jetzt das Mikro zwar in die Ohren gesteckt, deshalb ist das für mich jetzt ein anderes Gefühl. Ich möchte mich einmal beziehen auf die Anmerkung von FF, glaube ich, zum Thema Argumente im Zusammenhang mit Corona. Das konnte ich nicht ganz nachvollziehen, können wir vielleicht später nochmal klären, weil die Experten wissen einfach noch nicht genau und dann ist es mir lieber, sie stellen die unterschiedlichen Positionen dar und eigentlich hätte ich gedacht, dass das genau deinem Ansatz entspricht, dass unterschiedliche Argumente ausgetauscht werden und jetzt nicht, und das entsteht natürlich, dass jeder versucht, seine Meinung erstmal höher zu hängen. Aber egal, das wäre ein zweiter Punkt. Zum Aspekt von Lösungen. Ich weiß nicht, ob ihr Drawdown, der Plan, kennt. Jetzt leider seitenverkehrt, stelle ich später nochmal anders ein. Es gibt schon ein ganzes Netzwerk, die sich genau mit solchen Sachen beschäftigen. Glaube ich, erst in den USA entstanden, jetzt inzwischen auf Deutsch erschienen, die gucken, mit welchen Maßnahmen man, glaube ich, 100 effektivsten werden dort vorgestellt und mit Beispielen, wo das schon passiert. Könnte vielleicht eine spannende Ergänzung sein. Des Weiteren, gerade hieß es von unten, ist GWÖ ist eher von unten gedacht. Das finde ich super. Auf der anderen Seite, damit sie natürlich in die Breite kommt, braucht es, glaube ich, auch Level, dass man zum Beispiel einklagen könnte. Und dafür braucht es Gesetze. Es gibt ja auch schon so Regionalvermarktungs- oder Regional-, wie heißt denn das, Netzwerke irgendwo im Süden, wo das schon auf breiteren Ebenen gelebt wird. Ich glaube, auch das noch bekannter zu machen und weiter in die Breite zu tragen, wäre ganz wichtig. Und dafür braucht es, glaube ich, einfach juristisch haltbares, beziehungsweise wo man dran das festmachen kann und dann nachhaken kann, notfalls. Genau, also deshalb schließt das eine das andere nicht aus. Kann Grassroots sein, die Gesetze können ja von Grassroots über Bundestagspetitionen eingebracht werden. So, das waren meine 2 Minuten. Danke. Ja, danke schön. Und jetzt bin ich wieder dran in der Liste und seht ihr schon wieder die Geldverschwendung? Seid ihr da? Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, super, super. Ja, dann lege ich los. Also, es ging gerade darum, dass die Wohlfühlstimme und alle anderen Daten, also diese vielen Milliarden, die wir im Kapitalismus verbrennen, jedes Jahr, dass wir die natürlich zurückholen, weil ich mache nur mal ein Beispiel. Wir lassen es zu, dass die Ernährungsindustrie unsere Kinder übergewichtig, diabeteskrank und ernährungskrank macht. Das kostet dann, und dann reparieren wir das mit 370 Milliarden jedes Jahr. Das ist rausgeschmissenes Geld zum Fenster hinaus, wenn der Arzt in Zukunft zum präventivmedizinischen Gesundheitsförderer, zum Gesundheitsclubbetreiber, zum Gesundheitskommunenbetreiber wird, dann können wir einen großen Prozentsatz davon einfach volkswirtschaftlich einsparen. Die Betriebe verlieren jedes Jahr 118 Milliarden durch Krankheit im Unternehmen. Die gesamte Volkswirtschaft leidet darunter. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die gesamte Wirtschaft, BDI und BDA, werden der Wohlfühlstimme und den anderen Daten zustimmen, weil sie nämlich genau erkennen werden, dass hier das ist technisch hier so schwierig, dass diese ganzen, das sind jetzt übrigens, könnt ihr das sehen, ein Teil der 24, also die 20 Reformen des Weltrates und unser planwirtschaftliches Dach über dem Markt, was wir für erforderlich halten, was ich gleich noch begründen werde, warum wir sagen, wir müssen ein planwirtschaftliches Dach über dem Markt haben, weil Markt lebensgefährlich ist. Der Markt ist schon der Killer, nicht erst der Kapitalismus. Der Markt war schon der Killer vor 400, 300, 200.000 Jahren, war er schon der Killer. Und deswegen Wohlfühlstimme, Gesundheitskostenerwartungskurve, ihr seht das alles. Das ist alles, wir haben ganz viele Merkmale, die noch, ich nenne immer nur die Wohlfühlstimme, weil es einfacher ist, aber es sind natürlich viel mehr Merkmale, ne? Und Steuerungselemente, die zum planwirtschaftlichen Dach gehören. Aber meine Zeit ist um und Herr Sellnow ist dran. Wollen Sie ein Bild wieder?
Nein, ich glaube, es geht schneller, wenn ich auch ohne Bild rede. Genau, das geht doch auch. Ich kann mich inhaltlich darauf beziehen. Also ich würde gern zu den Strategien des Vorgehens zur gesellschaftlichen Verankerung etwas sagen. Es gibt nach meiner Sichtweise eigentlich nur drei Wege. Es gibt den sympathischen Weg über Bewusstseinsveränderung, Einsicht in Notwendigkeit, dass die Menschen einfach sehen, wir müssen uns ändern im einzelnen Verhalten, aber auch in Gruppen, in den Städten, im Staat, in der Gesellschaft. Und aus dieser Einsicht heraus wird Verhalten geändert. Das Zweite wäre, dass man sagt, das machen vielleicht einige wenige, aber nicht nennenswert viele. Und das dauert auch zu lange. Wir müssen auch Leute, die nicht einsichtig und nicht bewusst sind, dazu verführen. Und das wäre dann der Weg über Steuerungsinstrumente, beispielsweise Steuererleichterungen oder Förderprogramme oder. Also dass der Staat sozusagen Leitplanken, Leitlinien setzt und Anreize, auch finanzielle Anreize setzt, sich in dem Sinne des Wandels zu verhalten. Da braucht man kein Bewusstsein. Es muss sich im Portemonnaie einfach auswirken. Und die dritte Möglichkeit wäre dann die, dass der Staat sagt, das langt immer noch nicht. Und wir müssen also über Gesetze, Verordnungen, aber auch Kontrolle und Strafen, sonst machen die Gesetze keinen Sinn, die Leute dazu zwingen. Nun hat dieser dritte Weg, der sicherlich der schnellste wäre, also jetzt mal unabhängig von den Mehrheiten, aber sagen wir mal vom Beschließen, der schnellste wäre. Der hat aber den großen Nachteil, dass wir alle die Erfahrung haben, wenn man uns zwingt, dann wehren wir uns, dann verweigern wir uns, dann gibt es Trotz und Widerstand. Das heißt, in diesem Dilemma bewegen wir uns. Am sympathischsten wäre, die Leute würden es alle einsehen und freiwillig ihr Verhalten ändern. Und am anderen Ende der Skala rufen wir nach einem starken Staat, der das Ganze verordnet und uns die Leute zwingt. Und dann wissen wir, dass da der Widerstand am größten ist. Und in dem Dilemma müssen wir unseren Weg finden. Das heißt, ich glaube, alle drei Wege sind nötig. Aber den ersten und zweiten, also Einsicht in Notwendigkeit und Verführen durch finanzielle Anreize, wären die sympathischsten, bevor wir zu gesetzlichem Zwang greifen. Ende. Ja, danke schön für diese Runde. Öff ist dran. Bitte schön laut und deutlich, denn irgendwas ist mit dem Ton nicht so ideal heute. Ja, danke schön. Ich versuche, so gut lauter. Wie möglich. Hört man mich denn im Moment? Lauter. Hört man mich im Moment? Ja, aber so laut wie möglich. Ja gut, dann versuche ich ganz laut zu sprechen. Also ich hatte ja meinen wichtigsten Rahmenaspekt benannt, dass wir wirkliche demokratische Kultur praktizieren. Alles kann sichtbar auf den Tisch kommen und wir sind bereit, darüber zu reden. Wir grenzen nicht einfach was aus auf nicht argumentative Weise. Du bist gerade in Demokratie pur. Das ist Demokratie pur und wir sollten uns das immer bewusst machen, dass wir diesen Rahmen wahren müssen. Und dann, wenn wir alles auf den Tisch bringen, sollten wir aus meiner Sicht wirklich die verschiedenen Vorschläge wissenschaftlich prüfbar machen. Das heißt, wir sollten hingehen, das Konzept experimentierbar machen und dadurch auch dann verifizierbar bzw. falsifizierbar, damit wir wirklich auch greifbare Ergebnisse rausbekommen können. Das ist nicht immer nur lokal mit möglichen Experimenten zu machen. Also vieles kann man, auch jetzt wie meine Vorstellung so einer aufgeklärten Bonobo-Kommune, kann man in lokale Experimente umsetzen und dann gucken, klappt es nicht oder wie geht es damit. Aber es gibt halt andere Sachen, so wie internationale Netzwerke. Da kann man aber auch Experimente machen, wie stimmig das ist, wie gut das greifen kann, ob es ankommt, ob die Wirkung erzielt wird oder nicht. Und zuletzt noch bezüglich Kala. Also wenn ich den derzeitigen Corona-Rahmen angesprochen habe, dann genau deshalb, weil ich glaube, dass nicht die freie Diskutierbarkeit der verschiedenen Standpunkte gegeben ist, sondern dass es da eben Manipulationen gibt und einseitige Meinungsverzerrungen. Und das ist auch insgesamt der Punkt. Stellen wir uns mal vor, es gäbe zukünftig die Big Brother-Diktatur. Die wird ökologisch sein. Also es wird ganz viel von dem umgesetzt werden, was da ist mit Wüsten, mit Solar wieder begrünen oder mit Solarzellen belegen und was weiß ich alles. Die wird in gewissem Maße auch sozial sein, dass man sagt, Leute, helft euch einander nachbarschaftlich, dann brauchen wir kein staatliches Sozialsystem oder können da den Aufwand sparen. Der Big Brother wird mit Ökologie und Sozialem zum Teil einverstanden sein. Womit er nicht einverstanden sein wird, ist die gleichberechtigte demokratische Mitbestimmung.
Dankeschön, ja. Und ich erinnere noch mal dran, deswegen haben wir vor 30, 40 Jahren die Zeitung Demokratie pur begründet, die noch viel lebendiger ist, wo man dann auch noch abstimmt, die Zuschauer abstimmen und so weiter. Hier sind wir im Format Demokratie pur. Und deswegen ist jetzt Thomas mit seinen 2 Minuten an. Brauchst du noch ein besseres Bild? Brauchen Sie noch ein besseres Bild? Thomas? Ton bitte Ich bin freischalten. erst noch stumm gestellt. Ja, Ton bitte freischalten. Herr Feeth? Irgendwas klappt nicht, dann nehmen wir die Carla vorab. Carla? Ah, das kam jetzt etwas überraschend. Er kann ja nochmal suchen, wo sein Topfknopf ist. Genau, also. Also Corona muss ich widersprechen, je nachdem, auf welchem. Also ich bin in unterschiedlichen Quatsch, Radiosender und so weiter unterwegs, höre sehr unterschiedliche Positionen. Also ich würde sagen, dass es da schon dann große Vielfalt gibt und manipuliert. Also ich bin da sehr kritisch, was Manipulation angeht, beschäftige mich auch mit Wortwahl. Also ich glaube, dass das, ja, sehe ich anders. Sprich, Wortwahl würde ich auch gerne mal für sensibilisieren. Also Worte wie führen durch ist sehr wertend und das würde mich zum Beispiel davon abhalten, dem nachzugehen. Wenn man es sozusagen den Leuten schmackhaft machen möchte, ist die Wortwahl ganz wichtig. Dazu zählt vielleicht auch der Punkt Wohlfühlpunkte oder wie das hieß jetzt, egal. Wohlfühl-Wahlstimme. Wahlstimme, Entschuldigung. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, ist hier hinterfüttert mit konkreten Daten und das transportiert das Wort nicht. Das hatte ich ja gestern schon mal versucht anzudeuten, vielleicht da nochmal drüber nachzudenken. Ich beschäftige mich viel mit Umweltpsychologie und würde dem zustimmen, dass Leute eher, wenn sie gezogen werden, mitmachen, als wenn sie geschoben werden. Ein wichtiger Punkt ist aber, wie gesagt, die Selbstwirksamkeit, die im Blick zu behalten. Nämlich nur wenn die Leute das Gefühl haben, dass das, was sie tun, etwas ändern, werden sie es auch tun. Und es nützt auch nichts, also das Bewusstsein reicht nicht. Wir wissen schon seit langem, das Wissen reicht nicht, die Werte müssen sich ändern, damit Leute ins Handeln kommen. Und es gibt sehr viele Erkenntnisse, es gibt ein spannendes Handbuch dazu, ist auf meiner Webseite verlinkt, werde ich gleich meinen Chat stellen, was erklärt, wie das funktioniert. Aber das im Blick zu haben, jetzt gucke ich gerade nochmal, ob da noch was war. Ach so, GWÖ, Wasser, Humus. Gerne nochmal im Hinterblick behalten, meine Zeit ist jetzt leider um. Genau. Oder habe ich noch ein paar Minuten? Nee, Nee, jetzt. in 5 Sekunden. 5 Sekunden, also genau. Wasser und Humus sind ganz wichtige Aspekte auch des Gemeinwohls, die mir durch Gesetze geschützt werden müssen. Genau. Ja, vielen Dank. Und Tom jetzt, endlich bereit? Entschuldigung, ich hatte vergessen, den Ton einzuschalten. Ja, das ist immer ein bisschen, ich mache die Fehler auch immer wieder. Stimmt das Bild noch? Ist es richtig? Nun ja, das hatten wir ja jetzt lang genug. Könntest du mal das Bild von dem Wetter zeigen? Also nochmal hoch hier, Wetter. Ja, Wohin? einfach in die Mitte, schön, dass man das mit dem Wetter sieht, ja. So? Ja, vielleicht noch ein bisschen höher. Ja, dass man noch ein bisschen mehr sieht, ja. Gut. Loslegen, ja? Diese Sachen, die sind existent. Ja, das sind keine Sachen, die montiert sind. Diese Sachen sind wirklich reell passiert und es wird halt, ja, diesen Sommer, Herbst wird es weitergehen. Und diese Sachen werden auch in Deutschland ankommen bald. Ja, und dann wird auch die große Dürre kommen. Und ich denke, dass wir dann eigentlich wahrscheinlich gar nicht mehr so große Probleme haben mit dem Verführen und mit Gesetze erlassen. Und da werden die Leute einfach auf die Straße auch gehen müssen und fordern. Aber das wird uns helfen, ja, da voranzukommen. Da bin ich sicher. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, ja. Schon fertig für diese Runde, ja? Weitermachen und am Ball bleiben und auch die Kinder um Greta Thunberg sollen weiterhin demonstrieren, auf die Straße gehen, Druck machen, ja.
damit wir da endlich in die Pötte kommen. Und dann werden auch, wenn das in Amerika jetzt auch so losgeht, ja, da werden sich schon Leute, genug Leute finden lassen, um Änderungen zu verlangen. Dankeschön. Soweit, ja, für diese Runde? Ja. Danke. So, dann ganz kurz muss ich gucken, ob ich jetzt mein Bild reinbekomme. Seht ihr das schon? Änderung oder noch nichts? Ich probiere es. Seht ihr jetzt eine Änderung? Jetzt ist es da. Jetzt wundere ich mich nur, warum ich jetzt als Redner noch nicht im Bild bin. Ich habe so ein Mini-Bild gemacht hier. Da ist immer noch der Thomas drin. Weiß jemand, warum das technisch so ist mit dem Mini-Bild? Also du bist jedenfalls nebenan. Da sind bei mir mehrere kleine Bilder und da bist du auch mit bei. Ah ja, ich sehe nämlich nur noch, das, ich muss ja nicht mich selber sehen. Das spielt ja auch keine Rolle. Wenn ihr mich seht, ist ja völlig okay. Jetzt haben wir noch, ich suche noch das richtige Bild und dann kann ich meine 2 Minuten beginnen. Also erstmal fange ich an. Liebe Greta Thunberg, liebe Luisa Neubauer, liebe Carla Riemsmal, liebe Fridays for Future. Zum 100. Mal bieten wir euch jetzt in der Hoffnung, dass irgendjemand Kontakt zu euch hat von euch. Ich weiß es ja von unserem Ehrengast sozusagen, dass er in Nürnberg Kontakt zu Fridays for Future hat, weil er dort als Ordner arbeitet, hilft den jungen Leuten. Wir sagen euch, wir können immer noch den Kohlestopp 26 schaffen. Auch das würde dann bedeuten, dass wir auch Datteln rauskaufen würden mit diesen 500 Milliarden pro Jahr, die natürlich nicht im ersten Jahr laufen. Wir müssen uns hocharbeiten zu den 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder Deutschland durch die Wohlfühlstimme sozusagen. Also erstmal habe ich eben deutlich gemacht, wir haben viele Totalverluste jedes Jahr und die holen wir zurück. Und jetzt erkläre ich, warum. Das ist auch anders als bei der GWÖ. Die GWÖ sagt, der Markt ist durchaus okay. Ja? Felber macht da so Brotbeispiele. Und ich fange jetzt mal an zu schildern, warum der Markt selber der Killer ist. Warum schon die Marktwirtschaft, das ist übrigens die neue Volkswirtschaftslehre, die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, eines der 3 Alleinstellungsmerkmale des Weltrates, das haben wir also nur wir als Know-how, weil das sich auch nicht veröffentlichen lässt, das ist nämlich kapitalismuskritisch und das kriegen sie in Science und Nature und so weiter nicht veröffentlicht. Ne? Hier, links haben wir den ersten Früharzt und Frühheiler. Seht ihr das? Seht ihr meine Maus? Seht ihr auch meine Maus? Ja. Sehr gut. Dieser Früharzt und Frühheiler, Frühhändler, lebte noch in der Wahrheit. Er sagte, ist doch toll, wie in euren Bonobo-Kommunen, so toll, als später Homo erectus vor 400.000 Jahren lebt. Und da ist leider meine Zeit zu Ende, aber nachher setze ich da wieder an. Ja? Und Herr Selno ist dran. Na? Brauchen Sie ein Bild vorab? So, jetzt bin ich zu hören. Und zu sehen bei mir, super. Ja, wunderbar. Ja, ich würde gerne, damit der Dialog unter uns in der Talkshow auch lebendig ist, auf FF kurz eingehen, der den Finger nochmal dahin gelegt hat, zu sagen, wir dürfen sozusagen das demokratische Miteinander nicht vernachlässigen. Der 5. Wert in der Gemeinwohlökonomie ist ja Transparenz und Mitbestimmung. Und das ist nicht nur wiederum ein abstrakter Wert, den alle toll finden und keiner was dagegen hat, sondern der ist auch umgesetzt in Handlung oder in ein Organisationsmodell, nämlich in das der Bürgerkonvente. Und das ist jetzt nicht etwas, was die gewählten parlamentarischen Einrichtungen ersetzen soll, sondern was daneben kommen soll. Ich kann das jetzt nicht in einer Minute ausführen, aber es ist daran gedacht, eben die Basisdemokratie sehr lebendig zu halten über diese Bürgerkonvente, die dann wiederum in einem Verhältnis zu den gewählten Parlamenten sich einbringen und die Bürgerstimmen da einbringen.
Und das Zweite, was ich in der Runde sagen will, ist, dass die Gemeinwohlökonomie auch nicht sagt, wir sind die Einzigen und die Besten und die Größten, kommt alle zu uns, sondern gerade jetzt hat sich vor kurzem ein Netzwerk ökonomischer Wandel gegründet, wo allein 6 verschiedene Wirtschaftsmodelle sich zusammengeschlossen haben, und zwar die Commons-Bewegung, die Degrowth-Postwachstumsbewegung, die GWÖ, die kollaborative, ko-kreative Ökonomie, die solidarische Ökonomie und die tauschlogikfreie Wirtschaften. Also da versuchen wir jetzt auch Kräfte zu bündeln. Und bitte fügen Sie uns da gerne dazu. Bitte fügen Sie uns, denn es ist ganz schwer, an Sie ranzukommen als GWÖ. Bitte fügen Sie uns dazu. Danke. Ja, also da versuchen wir auch natürlich jetzt sozusagen Koalitionen zu schließen, Bündnispartner zu finden, weil die Nuancen, die sind relativ klein, die Unterschiede im Vergleich zu dem, was sozusagen in Gänsefüßchen der gemeinsame Feind ist, den es zu überwinden gilt. Sie haben noch ein paar Sekunden, ich habe Sie ja unterbrochen. Ja, aber mein nächster Themenblock wäre wieder größer, also dann würde ich hier lieber sparen und mit dem nächsten Thema. Ja, aber um das wirklich nochmal kurz zu sagen, es ist fast unmöglich, an die GWÖ ranzukommen. Sie sind der Erste, an den wir überhaupt rangekommen sind. Also das sollte kein großes Problem sein. Ja, deswegen nehmen Sie uns auf. Bei uns, das heißt also ganz einfach Next Scientist for Future, gemeinwohlorientiertes Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Bitte nehmen Sie uns auf. Nico Pech ist ja offensichtlich dabei und so weiter, Postwachstum und so weiter. Nehmen Sie uns auf, denn das ist das Tragische. ÖFF sagt ja zu Recht, man redet nicht miteinander, man kennt einander gar nicht, man tauscht sich gar nicht aus, ne? Und das ist das Tragische. Und wir wollen natürlich unbedingt dabei sein. Dann verspreche ich hiermit, dass ich Ihnen eine separate Mail schicke mit all den wichtigen Kontaktdaten, wo wir im Gespräch miteinander bleiben können. Und wo ich mich auch direkt uns eintragen kann als Organisation, anbieten kann? Ja. Ja, super. Ja. Wäre toll, wenn Sie es begleiten, denn Sie kennen uns jetzt persönlich. Das persönlich ist immer besser. Ja. So, ÖFF ist der Nächste dann. Dann danke ich Ihnen sehr, denn das ist ja lebenswichtig, dass wir alle zusammenkommen an den runden Tisch, von dem einer, Professor Fittkau von der GWÖ, letztens gesprochen hat. Und das soll ja hier der runde Tisch sein, Demokratie pur. ÖFF. Dankeschön. Und wir sind beim genau dem Thema, ne? Der runde Tisch, und dass wir endlich alle einander sehen können, dass es diese gesamte Wahlalternativenübersicht gibt, auch für den Wähler. In einer Demokratie darf niemand das vorfiltern, dass der Wähler, der eigentliche Souverän, nur einen Teil der Übersicht sieht, was es alles gibt an Möglichkeiten. Wir müssen eben die komplette Wahlalternativenübersicht auf gut erreichbare Weise bieten, und wir müssen die Diskutierbarkeit auf eine gut durchführbare Weise gewährleisten. Dann lebt Demokratie. Und sonst kommt das immer zu diesen Nebenschienen und so, die aneinander vorbeigehen, oft sogar bewusst, und andere Schienen lieber im Dunkeln halten. Das ist total undemokratisch. Also deshalb diese freie Argumentekultur, wo eine offene Bühne ist, wo alles draufkommen kann und wo es diskutiert werden kann nach Argumentequalität. Das ist der Lebensnerv von allem. Okay, ich gehe da auf einzelne Punkte ein, wo Probleme in dieser Hinsicht beschrieben wurden von meinen Vorrednern. Der Dillon hat es gesagt, kapitalismuskritische Sachen kommen schlecht rein, sogar in wissenschaftliche Zeitschriften und sowas. Ist ein Problem, sich zu veröffentlichen, weil es diese Systemfilter da gibt. Auch jetzt diese Möglichkeiten, wir haben jetzt hier bei dem Kongress, ist das Wandelbündnis geschlossen worden. Gleichzeitig hört man jetzt im Gespräch, was es da für andere Bündnisbildungen auch gibt. Das müssen wir transparenter machen. Und wir müssen da wirklich auch für jeden Menschen auf der Straße sichtbar machen, wo sind welche Teilgruppen auch von Alternativideen gesammelt. Und wie kann man die sehen und wie kann man darauf eingehen? Ist ganz wichtig. Und jetzt zu Carla dann. Also, dass im Moment da Meinungsfreiheit bestehen würde oder eine Ausgewogenheit, was die Corona-Geschichte angeht, also da, das kann ich nun mit großem Entsetzen nur sagen, das ist überhaupt nicht der Fall. Dann wäre ein Herr Schiffmann längst in den Talkshows mit drin, und der Herr Wodak und der Herr Bakti und der Herr Hadic. Oder wir die ersten waren, die das in Frage gestellt haben anhand der Statistiken.
Ja, und diese ganzen Sachen, da müsste wirklich mal eine offene Meinungsausgewogenheit gewährleistet werden. Und ich sag mal, dass das nicht der Fall ist im Moment, dass da so einseitig verzerrt wird und manipuliert wird, wäre allein ein Grund, dass die jetzige Regierung sofort abgesetzt werden müsste. Weil es ist keine demokratische Regierung, wenn sie sich so verhält. Also alleine das ist schon der dicke Skandal, wo wir wirklich hingehen müssten, auf den Tisch hauen müssten und sagen müssten, hier, freie Meinungsübersicht und Klärung nach Argumentequalität. Ja, danke schön. Zuletzt warst du etwas zu leise und ich muss nur ganz kurz anmerken, dass wir gerne bei unseren Demokratie-Pur-Talkshows demnächst, ich kann das als Untertitel produzieren, freie Argumente-Plattform. Würde ich gerne machen. Ja? Ja, ja. Ja? So, dann ist jetzt Thomas dran. Brauchen Sie ein Bild? Bleib beim Du. Ja. Und ja, wir könnten mal die Lösung anklicken. Also nochmal ganz langsam. Ich muss eine neue Freigabe geben. Ich gehe wieder auf Firefox. Und seht ihr das? Ne, warum gibt er das jetzt nicht frei? Ich klicke drauf. Ah, jetzt. Ne? Seht ihr es jetzt? Ja. Ja, und dann die Lösung. In der Mitte oben. Ach, hier, da ist es auch Deutsch. Ich habe da gedacht, das wäre Englisch. So, wohin? Ein Bildchen, ja, genau. Wunderbar, wunderbar. Ja, da sehen wir das, was du gesagt hast, die Verschwendung. Ja. Oben das Bild beim Problem, der Gewinn. Ja. Der Gewinn wächst ständig und das Kapital auch. Und das bedeutet halt, dass das Geld aus der Wirtschaft weggezogen wird. Ja? Es wird einfach abgezogen, es wird immer weniger. Wir wirtschaften jetzt mit 5% des vorhandenen Kapitals vielleicht, ja, vielleicht 10%. Sogar die Europäische Union muss Schulden machen, um jetzt die Corona-Hilfe finanzieren zu können. Daran liegt es ganz klar, wir brauchen... Das ist ja in der Lösung, ja. Also eine Methode, wie wir die Jungs dazu kriegen, dass das Kapital eben nicht mehr exponentiell wächst, ja. Das ist fürchterlich, ja. Ständig immer und dann führt es wahrscheinlich zu Krieg oder ja, Wirtschaftszusammenbruch, Weltwirtschaftskrise und... Und das in dieser Situation, in der wir jetzt sind, ist natürlich tödlich, ja. Und das ist natürlich kapitalkritisch, was ich da schreibe, aber es ist halt die reine Wahrheit und wir müssen uns halt der Wahrheit zuwenden und nicht irgendwelchen Kapitalfantasien, ja. Ist ja schön, wenn jemand Geld hat, wenn er gearbeitet hat oder eine gute Idee hatte, ja, oder was auch immer, gut mit Geld umzugehen weiß, ja, aber das darf nicht dazu führen, dass das ganze Kapital auf irgendwelchen Konten verschwindet, ja, und nicht mehr der Wirtschaft zur Verfügung steht. Oh ja, alles klar, okay. Ja, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, aber ich habe nämlich die Uhr nicht gedrückt, aber ich glaube, es waren 2 Minuten, ne? Der Ton ist schon weg, der Ton ist schon weg. So, Carla, bitteschön. Carla? Carla? Ja, ja, genau. Als große Bitte Dylan vielleicht auch, dass du dich auch an diese 2 Minuten und nicht dazwischen zu reden, weil das nämlich wirklich sehr, gerade in diesem Format ein bisschen schwierig ist. Ich kann nur unterstützen, was die Vernetzung angeht. Ich mache das ja und stelle immer wieder fest, dass sich Menschen nicht kennen, die in derselben Richtung arbeiten. Ich versuche das auf meiner Webseite etwas sichtbar zu machen. Ich merke auf der gleichen Seite, also ich habe Kontakt zu Greta und Luise und so weiter, die haben einfach sehr viel um die Ohren und die können nicht auf jede Mail reagieren. Wenn ich das schon nicht schaffe und eigentlich immer Leute sagen, komm, wenn ihr was von mir wollt, dann müsst ihr mich selber unterstützen, dass nicht passiert, dann ist das bei denen 100-mal so stark. Nur möchte ich euch so an die Hand geben, vielleicht das zu bedenken. Was immer hilft, auch Know, ich habe das über verschiedene Netzwerke mitgekriegt, netzwerkökonomische, das ist... unter anderem über den Klimagerechtigkeitsverteiler gegangen. Also das ist etwas, worüber man gut sichtbar wird. Über WeChange im Forum kann man Sachen sichtbar machen, das wirklich auch zu nutzen. Corona
kleines Stichwort, wenn man Talkshows als das Kriterium nimmt, ob etwas ausgewogen läuft, dann ist das vielleicht so sichtbar. Ich sehe das etwas weiter, wie Sachen sozusagen, wie eine ausgewogene Kommunikation läuft. Talkshows sind für mich nicht das einzige Kriterium, das ist wesentlich weiter gefasst. So, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, gerade mal, genau, es gibt gerade parallel das Mapping for Future, wo man auch an die Leute ganz gut rankommt. GWÖ-mäßig müsste man sich auch noch stärker über die Biodiversität, wäre ein ganz wichtiger Punkt, ist auch Planet Boundaries kritisch. Die Ghost-Journalisten schreiben auch über Themen, man muss nicht in Science oder Nature erscheinen, um sichtbar zu werden. Also es gibt Menschen, die darüber schreiben. Also das so absolut darzustellen, dass man dafür keine Leser findet oder keine Plattform, halte ich für also nicht zutreffend. Sozusagen. Wir haben es versucht. Und ich versuche immer, Politiker dazu zu ermutigen, unpopuläre Maßnahmen zu entscheiden. Das, ich glaube, ist auch ein Kernpunkt. Genau, danke. Ja, wir haben es halt versucht bei Science and Nature und bei Current Anthropology und wurden natürlich abgelehnt, ist klar, weil wir kapitalismuskritisch sind. So, aber Carla, du bist natürlich auch herzlich eingeladen, immer bei den Demokratie-Pur-Talkshows dabei zu sein. Jetzt mein Gruß an Greta. Also ich fange, seht ihr das Bild schon wieder, mein Schaubild? Hier irgendwas? Mit den Linien. Ja, das mit den Linien, das ist das Richtige. Das ist das Richtige. So, dann beginne ich. Also nochmal, liebe Greta, liebe Luisa, für uns sind wegen den 500 Milliarden pro Jahr Wirtschaftswunder, wird die Wirtschaft sich niemals gegen uns stellen, denn wenn die selbst verstehen, wie dass wir dieses Wirtschaftswunder auslösen, dann will ja jeder einen kleinen Teil davon abhaben und warum dann nicht sozusagen. Also die sogenannten Milliardärskönige werden dem zustimmen, aber erst nachdem sie es kennen und nachdem sie es verstanden haben, und das ist das Problem, ja. Und für uns ist dann von den 500 Milliarden jedes Jahr mal 300 Milliarden jedes Jahr für den Kohlestopp, 26 für den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima in Deutschland auszugeben, ist für uns Peanuts. Ist für uns aus der Portokasse können wir das dann bezahlen, weil dann immer noch 200 Milliarden Wirtschaftswunder für den Rest Deutschlands übrig bleiben. Während wenn wir jetzt ohne unser Wirtschaftswunder der Staat sozusagen jetzt die Klimaziele bezahlen soll, nämlich die Vorreiterrolle in der Welt, dann geht das auf riskiert man damit die weltweite Wettbewerbsfähigkeit und macht sich zum Verlierer im weltweiten Wettbewerb, und da geht weder die Politik mit, noch die Wirtschaft mit, da geht niemand mit. Wir haben es ja an Joe Kaeser gesehen, dass er natürlich nicht mitgehen konnte, denn Siemens will im weltweiten Wettbewerb überleben, und wenn er das gemacht hätte, was Luisa gefordert hat, wäre Siemens auf einen kleinen Schritt weiter in den Abgrund gelaufen. Und das machen die nicht. Ja? Deswegen, wir brauchen unser Wirtschaftswunder, das von den nextscientistsforfuture.de brauchen wir, um überhaupt das Geld zu haben. Und jetzt bin ich wieder nicht dazu gekommen zu erklären, warum denn eigentlich der Markt so gefährlich ist und warum dann die Milliardäre begeistert sein werden, wenn wir die Marktwirtschaft beenden, weil sie nämlich für sie riesige Vorteile bringt in der Lebensqualität und in der Gesundheit. Das mache ich dann in der nächsten Runde. Ne? Tschüssi. Ja, Herr Selno, Sie sind dran. Okay, ich habe noch einen kleinen Nachklapp zu einem Diskussionsstrang, der am Anfang war, nämlich als die internationale und weltweite Ebene angesprochen wurde. Und da will ich es ganz kurz machen und nur dieses Buch. Moment, was ist da passiert? Sie müssen Ihre Kamera wieder starten, die hat sich von selbst abgeschaltet. Ja, genau. So, ich will nur das Buch schnell hier reinhalten, dass die GWÖ in Person von Christian Felber also auch diese Ebene bedacht hat und dafür konkrete Vorschläge erarbeitet hat. Mehr will ich dazu nicht sagen. Ich würde dann gerne auf Ihr neues Thema Fridays for Future eingehen. Also ja, ich habe hier in Nürnberg auf der lokalen Ebene Kontakte zu den Fridays. Ich bin Mitglied bei den Parents. Und wir haben auch, um die Stadtgesellschaft mit den verschiedenen Facetten abzubilden, ein Nürnberg for Future gegründet, wo 32 zivilgesellschaftliche Gruppen gemeinsam, inklusive der Fridays, der Parents und so weiter, sich zusammengeschlossen haben, um auf den neu gewählten Stadtrat zuzugehen. Und gerade in der vorigen Woche wurde allen Stadtratsfraktionen angeboten,
in Sachen ökologischer Nachhaltigkeit ins Gespräch zu kommen, weil im Wahlkampf haben nämlich alle Parteien dieses Wort als drin gehabt. Aber um jetzt sie sozusagen an ihren Wahlversprechen zu packen und zu sagen, jetzt lasst uns konkret werden, hat Nürnberg for Future mit den 32 Gruppen dahinter gesagt, ganz friedlich, lasst uns zusammenarbeiten, lasst uns sozusagen die parlamentarische Diskussionsrunde mit der außerparlamentarischen, die sich in den 32 Gruppen abbilden, ins Gespräch bringen und konkret Projekte vereinbaren, über Geld reden und über Umsetzung reden. Sie haben noch 20 Sekunden. Ah ja, gut. Also dann will ich aber auch sagen, dass es, das ist schon angeklungen bei Carla, dass es für uns auch schwierig ist, in den Dialog mit den Fridays zu kommen. Die sind großenteils wirklich überfordert und zwar jetzt mengenmäßig, stressmäßig von den vielen Themen. Wir haben Mühe, auch Mails beantwortet zu bekommen oder Personen von ihnen zu bekommen, wenn wir sie einladen. Also die arbeiten wirklich am Anschlag und am Limit und es ist ganz, ganz schwer für die, also jetzt solche Konzepte wie GWÖ, die ja nur nicht von Pappe sind, einfach auch kennenzulernen, zu verstehen, um auf der Ebene dann zu argumentieren und sich auszutauschen. In Köln wurden ständig Vorträge über die GWÖ zum Glück gehalten, auf den Fridays for Futures Veranstaltungen. Ja, das ist also sehr positiv zu sehen. Und das Dilemma ist, dass man sich nicht mitkriegt. Ne? Und zum Beispiel hat mich die Fridays for Future haben mich angerufen und sozusagen, als ich gerade Luft geholt habe, zu erklären, wie wir Postwachstum und die groß machen, wurde schon aufgelegt, weil es zu lang gedauert hat, weil die so im Zeitstress waren. Ja, wir haben keine Zeit. Und wie wollt ihr das? Ja, und wie wollt ihr die groß machen? Natürlich wollen wir das anders machen als Nico Pech, aber wir wollen auch die groß, vor allem bei der Konsumsucht. Aber wie gesagt, es ist ganz schwierig, mit denen in Kontakt zu kommen und so weiter. Auch, und die Orga-Teams sind oft in Köln sind sehr eigen. Ja. So, der nächste in der Liste ist Öff. Ja, danke schön. Und ich finde es super, dass dieses Thema, was wir da besprechen, also wie können wir in Kontakt kommen, also offen demokratisch, wie kann es eine Übersicht der Möglichkeiten geben, der Wahlmöglichkeiten, wie können wir diese möglichst wissenschaftlich prüfbar machen, damit die Orientierung auch wirklich weitergeht. Also man nicht nur was sieht, also es gibt viele Möglichkeiten, sondern welche davon bewährt sich. Wie sehr? Anhand der Stimmigkeit der Argumente oder der praktischen Effektivität. Da haben wir einen riesen Nachholbedarf. Und den müssen wir erkennen. Und wir müssen überlegen, wie können wir ansetzen, um das zu beheben. Und da gibt es ja zwei Ebenen, die ganz wichtig sind. Nämlich einerseits, ich nenne es mal die ideologische Ebene, andererseits die technische Ebene. Die technische Ebene wäre, dass die Leute nicht arbeitstechnisch überfordert sind, dass wir auch mit den heutigen Internetmöglichkeiten schauen, dass da Kontakt- und Übersichtsmöglichkeiten so geschaffen werden, dass nicht einer am Telefon sitzt und ist völlig überfordert, sondern dass das richtig eine effektive Form bekommt, auch technisch. Aber das viel größere Problem, was jetzt ja auch schon intensiv angesprochen wurde, ist die ideologische Ausgrenzerei, diese Berührungsängste, genau. Dass wir etwas, was uns nicht gefällt, wie Kapitalismuskritik, auch wenn die Technik da ist, nicht gleichberechtigt mit auf den Tisch kommen lassen wollen. Und das ist das zutiefst Undemokratische, wo wir an der Wurzel ansetzen müssen und das beheben müssen. Das darf nicht sein. Also es müssen alle Argumente auf den Tisch kommen können und es muss nach Argumentequalität gehen, statt nach Korruptionsfaktoren durch Macht, Geld und so weiter. Das ist die Wurzelproblematik aus meiner Sicht, warum die Demokratie noch nicht ausreichend lebendig wird in der Welt und die Lösungskonzepte entwerfen kann. Und damit komme ich zu Carla. Carla, ich habe die Talkshows als ein Beispiel genannt. Es geht ja bis zu den wissenschaftlichen Zeitschriften. Und es geht bis dahin, dass zum Beispiel von Herrn Schiffmann nach knapp 50 Minuten jetzt das letzte Video da, Corona 48, gelöscht wurde bei YouTube. Und da lasse ich mir auch von den Politikern nicht sagen, ja, das sind dann vielleicht so Mechanismen bei YouTube, da wird irgendein Algorithmus sich einschalten. Dieser Algorithmus ist politisch gewollt. Durch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz hat man die Netzwerke selbst zu Hilfs-Sheriffs machen wollen. Und durch Paragraph 13 Urheberrechtsgesetz Veränderung, auch europaweit, hat man die Upload-Filter mit zu verantworten. Das heißt, die Politiker sind die verantwortlichen treibenden Kräfte hinter dieser Art von Zensur. Ja, danke schön. Da stimme ich dir natürlich total zu. Das ist Zensur. Ja. Thomas, bereit technisch? Ja. Bild notwendig? Bild? Muss nicht sein. Vielleicht
das mit den Kraftwerken Energie? Ich gucke mal, was ich hier freigeben könnte. Also das ist zwar Mozilla Firefox. Da seht ihr das? Oder? Ja, da gibt es Energie. Da ist so ein alter Parabolspiegel drauf. Energie? Wo ist das? Ganz links oben? Das ja. hier? Ja. Ja. Was soll ich zeigen? Ja, man sieht halt nur den Parabolspiegel. Ich habe es versäumt. Wo bin ich denn? Wo ist denn mein Bild? Also ich sehe dich gut und du bist gut im Bild. Nicht darum kümmern. Ich weiß nicht warum, ich kenne die Technik nicht. Ich sehe dich gut. Ja, Redner sichtbar, deswegen fragte ich. Ja, dieses umfassende Energienetzwerk, ja. Du bist noch als Redner eingeschaltet, deshalb sieht man mich nicht. Wie kann ich das ändern? So wird es die ganze Zeit. Nee, die ganze Zeit hatte ich das Mikro immer an. Nein, nein, als Redner, das Rednerbild. Ne? Dylan, vielleicht ist es eh nicht schlecht, wenn du dich stumm schaltest, weil wirklich die auch selbst kleine Kommentare hauen einen raus, weil die zeitverzögert rüberkommen. Ach so, die kommen zeitverzögert, das wusste ich auch nicht, ne? Also vielleicht dich auch stumm stellen, dann wird es einfacher. Wie kann ich das jetzt, mal Augenblick, ich bin jetzt hier, wie komme ich da jetzt hin, dass ich mich stumm stellen kann? Ich sehe mich jetzt nur den Parabolspiegel. Da muss ich nochmal kurz zwischendurch stoppen. Die Maus nach unten, dann müsstest du die Bedienleiste sehen können. Nee, geht nicht. Macht so clever bin ich zum Glück schon. Ich muss es zwischendurch nochmal stoppen. Nach oben habe ich die Leiste jetzt. Die habe ich jetzt oben. Jetzt bin ich stumm gestellt. Du kannst auch über die Leertaste kannst du dich zeitweise stumm schalten oder ihr anschalten. Ich mach mal mein Video weg. Geht es jetzt, Thomas? Ist wahrscheinlich der momentane Redner ist dann sichtbar. Alles klar. So. Weiter, ich habe natürlich die Uhr gestoppt zwischendurch, ne? Bitte weiter, Thomas. Na gut. Bitte. Thomas, bitte weitermachen. Ich habe die Uhr zwischendurch gestoppt und jetzt läuft deine Zeit nachher weiter. Ach so, ja, ich bin dafür, dieses umfassende Energienetzwerk anzufangen. Das könnte ab der USA, New Mexico, Südamerika, der komplette Peru, vor allem Chile, Argentinien, Brasilien, Venezuela, ja, da könnten überall riesige Sonnenkraftwerke hin. Dann Afrika, ganz klar, Südafrika, Saudi-Arabien, ja, bis zum Iran, Afghanistan, China, ja. China hat auch große Wüsten, ja, wo man, man wunderbar Kraftwerke hinsetzen kann, ja, weil wir brauchen ja auch massiv Energie, günstige Energie, ja, um diesen ganzen Kohleausstieg, die ganzen Elektroautos, die wir planen, ja, um das auch realisieren zu können. Ja, das können wir nicht mit ein paar Windkrafträdern in Deutschland und auch nicht mit Photovoltaikanlagen auf jedem Dach. Das ist völlig unmöglich. Aber zu den Photovoltaikanlagen kann ich noch sagen, die momentan Energieanbieter, ja, blockieren das ja, dass die Ergebnisse von Photovoltaikanlagen verkauft werden dürfen, ja. Und das müsste auch unbedingt jetzt schnell, müsste das her, dass jemand sich eine Photovoltaikanlage kauft, ja, und dann ins öffentliche Netz einspeisen kann. Ja, und dafür auch Geld erhält. Es ist halt leider so, dass die Energieversorger, ja. Okay, das blockieren, ne? Ja, bis zur nächsten Runde. Gehört dich nicht. Was? Ach so. Du musst dich wieder
Bis zur nächsten Runde, Dankeschön. Und Carla ist dran, ne? Genau. Und seht zwar, ihr jetzt meine Frage, bevor Carla mit ihrer Zeit anfängt, seht ihr jetzt Carla, obwohl mein Bildschirm und mein Mikrofon an ist oder nicht? Seht ihr Carla? Ich sehe mich, Thomas und dich, aber nicht Carla. Ach, wieso dann nicht Carla? Weil müssen wir das Mikro, wer muss Mikro ausschalten, damit wir Carla sehen? Du. Ja. Da, so, jetzt rede ich nochmal. Mir ist eigentlich auch wurscht, ob ich gesehen werde. Hauptsache, ihr hört mich. Das halte ich eigentlich für allen, bei allen für relevanter. Das ist schon wichtig. Seht ihr jetzt die Carla? Dann fällt das eher auf. Seht ihr jetzt die Carla? Ich habe jetzt meine Uhr auch wieder gestoppt zwischendurch. Ich starte. Du wirst nicht gesehen, aber ich würde sagen, starte doch. Ja, klar. Genau so. Genau, also, genau zum Frage Energie, die gestoppt wird, also die Blockade, dass man einspeisen kann. Dafür, das zu thematisieren, ist gerade eine hervorragende Idee oder Gelegenheit, die DENA-Workshops, Webinare, die momentan die nächsten Wochen noch immer Dienstag bis Mittwoch stattfinden. Die habe ich auch in meinem Kalender auf meiner Webseite, verlinke ich später nochmal. Da kann man da sich sehr gut einbringen und Fragen stellen. Von den Politikern zu sprechen, ich hatte es gestern schon mal angesprochen, finde ich sehr problematisch. Ich finde, da muss man differenzieren. Es gibt solche und solche. Weil auch das stoppt Gespräche aus. Wenn ich in einen Topf gesteckt werde, dann habe ich auch keine Lust auf Kommunikation. Also vielleicht so als Anregung, das im Hinterkopf zu behalten. Energie, große Kraftwerke, Wüsten sind meiner Ansicht nicht ganz so einfach, auch wegen Solar, der Kühlung, die notwendig ist, weil sonst die Effektivität sinkt. Sandstürme, die darauf prieseln und so weiter. Also ich habe immer wieder das Gefühl, dass da sehr viel Hoffnung reingelegt wird und noch zu wenig über eigentlich Suffizienz und einfach das Zurückgehen der Ansprüche geredet wird. Wir müssen ganz stark zu anderen Mobilitätskonzepten kommen. Es gibt zu wenig Lithium. Lithium wird unter Menschenrechtsverletzungen abgebaut momentan. War gestern auch bei der DECO-Konferenz, die leider parallel läuft in Wien, sehr gut zu sehen, da ein Filmbeispiel. Also das nochmal in den Blick zu nehmen. Dann, Thomas, du hattest vorher mal was gesagt, Fridays for Future muss unbedingt weiter demonstrieren. Wir sind Fridays for Future, wir müssen alle mitmachen. Und es gibt Together for Future, die alle Erwachsenen mitnehmen, die sich keiner anderen Gruppe zuordnen können oder wollen. Die werden mappen auch gerade, wo sie sich so treffen. Also die werden das nicht alleine schaffen. Und meine Kontakte zu Greta und Luise sind auch nur, wenn ich die irgendwo bei einer Konferenz treffe, was jetzt natürlich gerade schwieriger ist, dann gehe ich mit denen ins Gespräch. Alles andere schaffen die auch nicht, schaffe ich auch nicht. Genau, das war's, glaube ich, im Großen und Ganzen. Ach so, und eine Frage noch, woher die absolute Sicherheit kommt, dass die Kontakte abgelehnt werden wegen Kapitalismuskritik. Das würde ich nur annehmen wollen, wenn das wirklich so konkret in den Antworttexten steht. Alles andere fände ich sehr gefährlich, das zu behaupten. Danke. Ja, so, dann seht ihr mein Bild mit den Strichen? Ja. Nein, das ist also ganz bekannt, dass sozusagen die Mehrheit der Professoren, auch in der Anthropologie, hat regelrecht Angst davor, dass die Daten der Paläoanthropologie eventuell auf eine urkommunistisch, urmatriarchale, ursozialistische Vergangenheit des Menschen verweisen und auf eine entsprechende Genetik, die dem Bonobo vielleicht parallel sein könnte. Das darf man einfach nicht denken. Da hat sogar Professor Richard Dawkins Angst vor diesem Gedanken, denn der würde die ganze Zivilisation in Frage stellen. Jetzt bitte, Herr Selden, für den Christian Felber, völlig neu ist das, was ich jetzt sage. Noch einmal, hier war der Früharzt und Frühhändler und der sagt, toll, wie ihr in den Kommunen schmust und euch lieb habt und toll, dass ihr nun naturbelassene Super-Bio-Nahrung esst, toll, dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich als Arzt gar nicht. Und irgendwann kommt durch das Naturgesetz von Mutationen und Zwangsläufen, Selektion, kommt es automatisch dazu, dass sich irgendjemand irrt. Ein Früharzt und Frühhändler sagt, nein, ist ja ekelhaft, euer Geschmuse und Geschlabbere, das ist ja infektiös, ihr werdet ja alle krank und
außerdem braucht ihr, solltet ihr, könnt ihr genauso gut meine denaturierten Nahrungsmittel kaufen. Die sind genauso gesund wie eure naturbelassene Geschichte. Und ihr braucht einfach nur viele Impfungen, viele Tests und Bestrahlungen, Chemotherapien und Operationen. Die könnt ihr bei mir kaufen und nur so könnt ihr gesund leben. Und dieser Irrtum, das nennen wir den gewinnbringenden Irrtum, ein Schlüsselbegriff der Next Scientist for Future. Und dieser gewinnbringende Irrtum führt dazu, dass hier der wirtschaftlichen Erfolg hat, unheimlich viel Patienten hat, weil er sie ja in die Krankheit, in die Fehlernährung, in die krankmachende Ernährung hineinredet. Und er kann zwei Kinder, seht ihr meine Maus, drei Enkelkinder, zwei Urenkel und so weiter und kann dann die Großfamilie begründen, eine Großfamilie der Professoren begründen und Professor Drosten ist dann einer davon. Danke, meine Zeit ist leider um. Herr Sellnow, Sie sind dran, gell? Ja, ich habe jetzt leider ein ganz banales, aber für mich wichtiges Problem. Als Sie mich gestern angefragt haben, war von einer Talkshow von 12 bis 13 Uhr die Rede. Und jetzt sind wir schon fast bei 13.30 Uhr und ich habe einen dringenden Außerhaustermin, den ich nicht mehr länger verschieben kann. Also ich müsste mich leider aus dieser interessanten Runde verabschieden. Ja, dann verabschiede ich Sie kurz, indem ich ganz kurz sage, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Und ich hoffe, dass wir endlich alle zusammenkommen, wie es öff sagt, dass wir endlich ins Gespräch miteinander kommen. Ja. Denn ich glaube, Sie haben gemerkt, dass wir doch durchaus vernünftig argumentieren. Und ich zum Schluss gebe ich Ihnen nur noch mit, diese Analyse, die naturwissenschaftliche Analyse, dass der Markt gefährlich an sich ist, das wäre für Christian Felber neu, das würde sein Bewusstsein erweitern, denn wir haben das auch früher nicht gewusst, wir haben das, mussten das auch ganz neu entdecken als Wissenschaftler. Und das zweite Element, dass wir mit über die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden jedes Jahr erzeugen können und daraus heraus auch die ganze Transformation, CO2-Transformation der Gesellschaft finanzieren können, das bitte transportieren Sie auch noch hin zu Christian Felber und zu den Konferenzen. Und ich hoffe, dass Sie mir helfen, dass ich aufgenommen werde in Ihren Kreis und so weiter und dass Carla vielleicht auch mithilft, dass wir das Gespräch vertiefen. Ja? Gut, danke Ihnen sehr. Ja? Auf Wiedersehen. Bis bald. Und gern noch den Link kopieren zu meiner Webseite. Carla, uns auch gerne eine E-Mail schicken, info@next4f.de mit eurem Link und so weiter, ja? So, jetzt ist öff dran. Wir sind ja leider immer, wir machen erst Schluss, wenn man uns rausschmeißt meistens. Also, öff bitte. Ja, danke schön. Ich will nochmal auf das Pudels Kern so weiter zuspitzen. Also ich behaupte ja, wir haben diese freie Argumentekultur nicht und also Carla sagt zwar dann, was es schon gibt, aber das sind alles Dinge, auch diese Szenen oder Bündnisse, die bisher so funktionieren und schon gar das, wo die Politik die Hände mit im Spiel hat. Wo, wenn man genauer hinschaut, Auswahlverfahren von Standpunkten und Menschen durch irgendwelche Nebelbüros im Hintergrund laufen. Und dann ist es noch keine freie Argumentekultur. Dann ist da zwar vielleicht ein Netzwerk, was sagt, hier, wir sammeln jetzt Alternativinitiativen. Und keiner stellt fest, dass plötzlich im Hintergrund, hinterm Vorhang, einige Sachen ausgeschlossen werden, nicht mit auf den Tisch kommen lassen werden und so weiter. Und ich habe ein Testverfahren, wie man überprüfen kann, ob egal ob bei einem Netzwerk oder einer Arbeitsgemeinschaft, auch mit politischen Stellen, ob da freie Argumentekultur besteht oder ob sie nicht besteht. Und zwar müsste es so etwas geben, wie einen Notfallknopf, wie im Krankenhaus, hinterm Bett, wo jemand draufdrücken kann und sagen kann, hallo, hier geschehen jetzt Durchsetzungsmethoden, die nicht argumentativ sind. Hier geschieht Diskriminierung und Ausgrenzung auf nicht argumentative Weise. Und dann müsste das effektiv bearbeitbar gemacht werden, indem eine Ansprechstelle da ist und indem man das auf den Tisch bringen kann, indem geguckt werden kann, diejenigen, die da im Konflikt sind, können sie es direkt miteinander klären oder sonst kann man den Kreis weiten, um weitere geeignete, mitbeurteilende Stimmen. Das können dann auch Wissenschaftler sein, das können Leute aus anderen Machtkonstellationen sein.
aber dass man es so weitet, bis das Problem gelöst ist und geschaut wird, ob da im Hintergrund eine Diskriminierungsmanipulationsregie ist oder ob sie nicht existiert. Also der rote Knopf zur Diskriminierungsvermeidung müsste eingeführt werden und die effektive Prüfbarkeit, ob es so läuft oder ob es nicht so läuft. Und ob da eben, also ich kann nämlich sagen, Carla, also bei mir ist das keine Schwierigkeit. Ich setze mich immer für diese freie Argumentekultur ein und ich kriege von entsprechenden politischen Stellen direkte Antworten auch, die so heißen, ja, unsere Geldgeber wollen sich durchsetzen, da wo ihre Interessen stark genug betroffen sind und da wollen die sich auch nicht durch jemanden, der kommt, das muss jetzt argumentativ erst geprüft werden, wollen die ihre Durchsetzungsmethode nicht in Frage stellen lassen. Kann ich dir direkt zeigen dann, ne? Und da müssen wir ran und das unmöglich machen. Dankeschön, Dankeschön. Thomas ist der Nächste in der Liste. Hallo Thomas, Ton anstellen, Kamera anstellen. Anstellen, genau. Hat jetzt meine Frage an die Technik, hat das geholfen, wenn ich meine Kamera und mein Mikro stumm stelle? Ist dann immer der Redner zu sehen? Ja, jetzt war der immer zu sehen. Gut, dann mache ich die Kamera wieder aus. Und Thomas, du kannst beginnen jetzt. Ich mache sie gleich aus, sofort, wenn du begonnen hast. Nein, das sende ich immer noch dich. Nein, beginne du jetzt schon zu reden und ich mache dann sofort mein Ding aus. Okay. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau. Könnten wir mal, nein, ich bin einfach irgendwie nicht zu sehen da, also als Großbild. Macht aber nichts. Du kannst ja mal auf die Seite Produkt gehen. Könnte vielleicht dazu mal was sagen. Hallo? Nein? Ah ja, da haben wir es. Genau, alte Technik. Ja. Und zwar müssten wir da auch mal wieder zurück in die zurück in die Zukunft, genau. Was haben wir da an Produkten? Bügeleisen, ja. Ich habe also hier ein Bügeleisen auch liegen. Das ist von Tefal. Das ist aus Plastik. Und verschmutzt die Umwelt, ja. Wir müssen also weg von diesen Produkten. Hin, zurück zu einfacheren Produkten. Hier sehen wir das aus Stahl, Keramik und Holz bestehen. Unbedingt, ja. Weil wenn wir nicht aus dieser Kultur der Plastikprodukte, die eine Lebenszeit von maximal 2 Jahren haben, aussteigen, ja, befördern wir natürlich den CO2-Ausstoß in jede Richtung, ja. Einmal bei der Produzierung dieses Plastikzeugs, ja, und beim anderen wieder bei der Vernichtung, ja. Beziehungsweise bei der Lagerung in freier Natur, wie das in Indien und Afrika der Fall ist, ja. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand die Bilder von Afrika gesehen hat, wie die mit unserem Müll umgehen, ja, um den wieder zu verwerten. Das ist also ganz, ganz schlimm, ja. Und da müssen wir unbedingt raus. Das ist ganz auch ganz wichtiger Aspekt, ja. Gut. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Und während sich Carla, kannst du dich schon mal einschalten, damit wir das technisch endgültig mal abklären? Du musst keine Kamera ausschalten. Es reicht, wenn du dich lautlos stellst. Und da musst du auf die Sprecheransicht oben klicken, damit man jeweils den Sprecher groß sieht. Ach so, aber wie geht das? Aber ich finde auch ausreichend, wenn man die Leute klein sieht. Ich muss den Sprecher nicht jedes Mal sehen, ehrlich gesagt. Aber wie sehen wir gleichzeitig noch das Bild? Seht ihr jetzt die Sprecheransicht? Genau, du kannst jetzt gerade
nicht gehört. Ich würde Thomas auf jeden Fall beipflichten. Ich bin unter anderem Mitgründer von Carla, wo wir uns gegen geplante Obsoleszenz, was du ja eben angesprochen hattest, Carla? Ja? Kurz stopp. Du kriegst gleich deine 2 Minuten. Ich bin noch nicht so weit technisch. Wie können wir technisch denn das machen, dass du jetzt im Bildschirm bist und wir trotzdem dann noch zusätzlich dann noch Bilder zeigen können? Wie können wir das schaffen? Also ich kenne es so, dass oben rechts ist, kann man auf Sprecheransage klicken. Dann ist derjenige, der spricht, wird groß angezeigt. Ich weiß aber nicht, ob es gleichzeitig geht, wenn dann noch ein Slide schon angezeigt. Deswegen würde ich die Redner gerne wieder klein machen, sodass wir immer noch die Chance haben, Bilder zu sehen. Wie kann ich das jetzt machen? Wie kann ich wieder zurückkommen? Oben rechts drauf? Oben rechts, wo jetzt diese kleine Quadrat ist, Galerieansicht erscheint. Mit den Punkten, ja, da draufklicken. Genau. Und jetzt könnte ich auch wieder Bilder zeigen und das dann würde es gehen. Genau, das entscheidet jeder für sich selber, wie er die Ansicht wählt, sozusagen. Das ist nicht du, sondern nur für dich und die anderen entscheiden es für sich selber. Ah ja, dann kann ich aber jetzt wieder Bild herstellen. Aber dann jetzt, du musst leider nochmal neu ansetzen, jetzt erst beginnen wir mit deinen 2 Minuten, ja? Alles klar. So, nochmal zurück, genau, Mitgründerin von Muxner Danke gegen geplante Obsoleszenz findet ihr auch auf meiner Webseite. Ich bin bei einem Verein dabei, Sustainable Design Center, der schaut, wie man Design ändern kann, weil man ungefähr weiß, ich glaube 60-80%, ich weiß nie genau, des ökologischen Fußabdrucks wird im Design entschieden. Ich bin bei Cradle to Cradle dabei, hier am Rande, war jetzt auch bei dem großen Kongress in Berlin mit dabei als Vernetzerin. Also versuche auch einfach die ganzen Gruppen und Ideen zusammenzubringen, weil es da sehr viele Parallelen gibt, aber die Menschen insgesamt so mit ihren Dingen beschäftigt sind in ihren eigenen Gruppen, dass sie es dann meistens nicht schaffen, das auch noch weiter, also die Vernetzung weiterzutragen. Genau, jetzt muss ich mal gerade gucken, jetzt habe ich mir nicht so viel aufgeschrieben zu den letzten Punkten. Ach so, genau, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, ich musste mich eigentlich auch raus, schon längst. Eigentlich hatte ich um 13 Uhr den nächsten Termin und muss noch was essen. Also ich würde mich jetzt dann auch hier verabschieden. Guckt, die Frage war gerade an mich gegangen, doch was zu schicken. Bitte guckt erst auf meine Website, ich komme mit meinen Mails nicht hinterher. Es tut mir leid, also ich möchte mich ungern mit Fridays for Future vergleichen, aber mir geht es ähnlich wie denen. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, genau, die Strukturen von Fridays for Future sind sehr grassroots. Also sprich, es gibt ganz viele Regionalgruppen, die Diskussionen laufen schon immer, wer was da, was, welchen Namen sagen. Also das ist nicht so einfach, das Gängige, was wir besser kennen, dass da ein Unternehmen gibt, dass einer, der entscheidet, was jetzt Sache ist, das gibt es so nicht. Bei Fridays for Future genauso wenig wie bei Ende Gelände, was auch die Gewerkschaften meiner Erfahrung nach zum Beispiel völlig aus der Bahn wirft, weil die dadurch Angst davor haben, mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich habe dann versucht, zum Beispiel zu moderieren und genau mit Kohlekumpels das anzusprechen. Und wir hatten ein ganz tolles Gespräch im Klimacamp in Erdelenz. Genau. Deshalb würde ich euch bitten, einfach mal auf meine Webseite zu gucken. Da findet ihr das meiste von dem, was ich erzählt habe und würde mich jetzt gleich auch leider zurückziehen müssen. Danke. Ja, ja, herzlichen Dank, Carla, dass du dabei warst. Und wie gesagt, vielleicht als Mahnmal von Öff und mir vielleicht sozusagen, wenn man keine Zeit hat oder sozusagen so im Zeitstress ist, verpasst man leider die wichtigen Sachen. Und es ist wie bei den Fachzeitschriften, wenn man dann noch einen Filter dabei hat, dass man bestimmte Sachen gar nicht hören will, dann verpasst man eigentlich alles. Und das will ich als Hinweis sagen. Vielleicht müsstest du mal deine vielen E-Mails einfach ignorieren und dich mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigen und mit den nextscientistsforfuture.de, denn da haben wir die Lösung, glaube ich, das, was ich jetzt gleich erzählen werde, wirst du wieder verpassen. Ja? Weil also ganz ehrlich gesagt, ich habe, glaube ich, muss ich jetzt mal ganz kurz noch klarstellen, einen größeren Überblick. Also die mich kennen, wissen das. Ich bin bei der GWÖ schon am Rande ganz lange dabei. Ich bin bei ganz vielen Sachen am Rande dabei, die viele noch gar nicht kennen. Und ich glaube, ich höre da gerade so ein bisschen raus, ich soll mich auf Sachen konzentrieren, um die dann besser kennenzulernen. Ich glaube, dafür kennst du mich nicht gut genug, um das beurteilen zu können. Dann möchte ich doch nochmal abschließend sagen. Ne? Wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist das Bahnbrechende, wie können wir den Kohlestopp 26 und so weiter, ich glaube, ich würde lauter falsche Antworten von dir bekommen, weil du nicht überhaupt nicht weißt, wie der gemeinwohlorientierte Gesellschafts- und Wirtschaftssystem, die postkapitalistische Gesellschaft, der Next Scientist for Future aussieht. Ich glaube, jede Antwort wäre falsch.
Und das will ich nur mitgeben, so als Bitte. Ja, also ihr kennt noch gar nicht die Next Scientists for Future und deren postkapitalistische Gesellschaft und dieses Wirtschaftswunder, das ob Wirtschaftswunder geht einher mit Postwachstum und Degrowth. Das haben die auch nie verstanden, auch damals am Telefon noch nicht, dass das einhergeht. Ja? Wirtschaftswunder bedeutet nur nämlich, dass man Geld in der Hand hat. Damit kann man aber dann Sonnenkollektoren und CO2-Reduktion finanzieren, nämlich die Kohlekraftwerke rauskaufen und stilllegen. Also mit viel Geld bedeutet nicht Wachstum, sondern das bedeutet Degrowth und Postwachstum. Ja? Ich kann dir öff ja noch erklären mit den Argumenten, dass es, glaube ich, auch ungünstig ist, jemandem zu sagen, falsche Lösung. Weil das dürfte es nach dieser Denkweise dann eigentlich auch nicht geben, wenn ich das öff richtig verstanden habe. Aber das kann öff ja vielleicht damit erklären. Ja, okay, mach ich gleich gerne. Tschüssi, tschüssi. Ich höre vielleicht noch ein paar parallel zu, aber ich muss parallel kochen. Ich schalte mich jetzt auf Stuhl und höre euch weiter zu. Danke, ja, super. Tschüss. Dann tschüssi, erst einmal tschüssi. So. Seht ihr denn jetzt, also ich bin immer noch technisch unklar, habt ihr denn eben die Carla gesehen? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Warum denn nicht? Das ist eine große Frage, die ich technisch auch nicht beantworten kann. Aber da wäre vielleicht wirklich günstig, einfach mal so einen technisch Kundigen sich guck vor die Nase zu machen. FF, du redest gerade, ich sehe dich. Und jetzt mache ich meine Kamera und meinen Ton still. Sehen die anderen dann den FF? Der Thomas kann nichts sagen, weil er hat sich immer noch stumm gestellt. Stumm gestellt? Ja, das mache ich gerne. Also, ich schalte jetzt gleich mein Mikrofon ab und ich sehe dich jetzt. Sieht der öff dich jetzt auch, wenn ich mein Mikro ausmache? Ich sehe Thomas die ganze Zeit als kleines Bild da so am Seitenrand. Genau. Also, sehe ich den FF auch, genau. Ehrlich gesagt, ich verstehe die Technik nicht. Also ich werde irre. Also dann machen wir einfach so weiter. Wir kümmern uns jetzt genau, nicht um die Technik. Genau, das müssen wir auslagern. Ne? Ja, das ist ja. Was für so einen Technikkurs mal. Mit ihr seid, ihr müsst euch sagen, so sein. Wenn ihr redet, seid ihr immer gut im Bild hier. Ihr seid immer gut im Bild hier. Auf dem Bildschirm, auf dem Gesamtbildschirm hier. Und, super. Ja, also von daher, ihr seid gut zu sehen. Für mich jedenfalls. Und damit auch für die Aufnahme. Ne? Kein Problem. Bin ich, glaube ich, dran. Ja, Carla war ja gerade dran. Und Carla streichen und Herr Seldorf streichen. Wir machen bald für die Zuhörer, wir machen bald die Runde, wo ihr auch dabei seid, aber wir sind noch nicht durch. Wir müssen noch ein paar Elemente reinbringen. Also noch einmal jetzt. Meine Zeit beginnt gleich. Also, wir müssen uns klar machen, der Markt, nicht nur der Kapitalismus ist der Zerstörer von allem, wo wir uns ja einig sind, sondern schon der Markt zerstört über diese Mechanismen, über die gewinnbringenden Irrtümer, die ja für uns eine... Einen Markt brauchen wir ja immer, ja. Was? Einen Markt werden wir immer brauchen. Es geht ja um die Marktwirtschaft. Genau. Marktelemente brauchen wir immer. Auch unter einem planwirtschaftlichen Dach der Next Scientist for Future wird es immer Marktelemente geben. Es wird sogar Leistungsmessungselemente geben. Es wird Leistungstransparenzranglisten geben. Oh Schreck und Kraus brauchen wir natürlich elementartig. Aber immer müssen wir ein schützendes Dach über das Ganze machen, ein planwirtschaftliches Dach, damit der Marktwirtschaft uns nicht weiter ermordet. Der Markt uns nicht weiter ermordet. Denn Markt an sich ist nicht schlecht, sondern ungelenkter Markt ist lebensgefährlich. Ja? Kann man es so stehen lassen, als Antwort jetzt auf dich? Ja, dann mache ich gerade mal weiter mit meiner Zeit, denn ich brauche die jetzt gerade. Das heißt also, das, was hier entsteht durch diesen gewinnbringenden Irrtum, der sich ja evolutionär ausbreitet, mit den Nachkommen ausbreitet und multipliziert, diese Multiplikation von gewinnbringenden Irrtümern durch ungelenkte Marktelemente, also durch ungelenkten Markt, ohne planwirtschaftliches Schutzdach sozusagen, führt dazu, dass wir alle einer Gehirnwäsche unterzogen werden und dann alle anfangen, sexuell verklemmt zu werden und Angst vor
vor Sexualität und Liebe zu haben, vor Körperkontakt und allem und so weiter, und dann Angst entwickeln vor naturbelassenen Lebensmitteln, aber keine Angst vor Zucker und Salz und all dem Müll, der uns geliefert wird von der Nahrungsindustrie, weil der billiger herzustellen ist und im Markt größere Profite bringt. Und die Leute glauben wirklich, also diese Leute glauben alle ihre gewinnbringenden Irrtümer. Niemand macht das aus böser Absicht. Die glauben wirklich ihre gewinnbringenden Irrtümer. Und so zerstört der Markt unser Leben. Und jetzt muss ich den sprechen mit den Milliardärskönigen, mit Bill Gates und Co. Ja? Also liebe Milliardärskönige, seht ihr das, den Milliardärskönig? Bitte nicken, Thomas. Ja, hier dieses Bild noch einmal ganz deutlich. Lieber Milliardärskönige, wir sind die einzigen, die Ihnen 127 Jahre kerngesundes Leben zumindest ansatzweise ermöglichen können. Sie sind natürlich jetzt schon vorerkrankt, aber was wir Ihnen ermöglichen können, ist maximal 127 Jahre alt kerngesund werden, 20-fach höhere Lebenslust und Lebensqualität und viel, viel mehr Gesundheit schon in jungen Jahren und Fitness und so weiter. Ja, das ist unser Ansatz. Öff ist dran. Ja, danke schön. Ich fokussiere mich mal so gut ich kann wieder aufs Wichtigste. Carla hat ein paar interessante gesagt, auch mit dem, ob man etwas falsch nennen kann, aber das schiebe ich mal zurück. Weil am wichtigsten ist aus meiner Sicht nochmal klarzustellen, was wäre diese neue Qualität der freien Argumentekultur und was müsste jemand ganz ausdrücklich auch bejahen und als Maßstab mit anwenden, um sich da wirklich auch dann effektiv mit für einzusetzen. Denn ich glaube, Dylan hat recht, ganz viele Alternative verzetteln sich in tausend eher unwichtige Einzelaspekte oder symptomatische Veränderungen in der Welt und gehen nicht an die systemischen und strukturellen Fragen ran. Also da gibt es ein schönes Sprichwort für, wir sind so sehr beschäftigt mit dem Aufwischen von Wasserpfützen, dass wir leider nicht dazu kommen, den Wasserhahn zuzudrehen. Und das ist das, wo wir unbedingt eine Veränderung brauchen. Und ich benenne einfach nochmal die Dinge, die dann auch entscheiden, ob die Politiker alle eine Hammelherde sind, die da dran vorbeiläuft, oder ob die Politiker sich dafür öffnen, oder einzelne Politiker. Wir brauchen nicht so sehr das Teilen von Autos oder von Waschmaschinen oder Elektrogeräten, die man repariert, oder Saatgut. Davon ist es schon voll, die Alternativszene. Wir brauchen wirklich das Teilen miteinander des demokratischen Horizonts und der Mitentscheidungsmöglichkeiten. Darauf kommt es an. Und diese freie Argumentenplattform, die müssten zwei Ansprüche erfüllen wollen. Ich sage gar nicht, wie gut sie es können oder mit welchen Techniken. Aber die Absicht muss auf jeden Fall ganz klar da sein. Alle Argumente ohne bevormundende Vorfilterung auf den Tisch und es, also gemäß dem Beutelsbacher Konsens auch, ein Ideal, was die Gesellschaft schon kennt. Und es geht dann nach Argumentequalität statt Korruption durch nicht argumentative Durchsetzungsmethoden oder Einflussfaktoren. Diese Absicht muss richtig klar sein. Dann kommen wir nicht mehr an solche Stellen wie Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder Uploadfilter und so ein Quatsch. Aber dafür muss mal klar sein, da gucken wir auch wirklich ganz konzentriert drauf und wir sind ansprechbar. Und wenn da was schief läuft, dann schaffen wir solche Ansprechketten auch durch Zuschaltung oder mit Einbezug weiterer Stimmen, Wissenschaftler oder Entscheidungsträger, dass da, und am Ende die gesamte demokratische Gesellschaft dann, dass diese Fehlmechanismen abgeschafft werden, ausgehebelt werden. So, das ist das Wichtige dazu. Ein Satz dann noch, weil meine Zeit wird gleich dann schon wieder vorbei sein. Aber ich bin der Ansicht schon, man kann den Menschen auch sagen, das ist falsch. Wir dürfen die Menschen nicht betrachten wie Dressurtiere, denen man nur mit Leckerlis das Nächste beibringt. Es ist eine Metaebene menschlicher Reife, dass ein Mensch sehen kann, ja, hier geht es um was Unangenehmes, aber ich kann die Sinneinsicht haben, dass es mit Blick aufs Ganze sinnvoll ist und deshalb mache ich es und überwinde auch den Widerstand angesichts des Unangenehmen. Das ist ein Kernbereich und eine Kerndimension menschlicher Reife und da dürfen wir nicht einfach die Menschen behandeln wie die Dressurhamster. Dann kann man ihnen also auch sagen, hier ist was falsch, was du machst und kann ihm den Sinn erklären und dann kann er es ändern. Juhu. Dankeschön, Dankeschön. Also für die Zuschauer, für die Zuhörer, falls wir noch welche haben, ich kann es nicht sehen, machen wahrscheinlich höchstens nur noch eine Runde und dann wird geöffnet die Diskussion. Gell? Thomas ist dran, ja? Ich habe schon mal seine Homepage aufgerufen, könnt ihr die sehen? Thomas? Zu sehen, genau. Ich sehe dich jetzt, Thomas, ja? Und deine Homepage. Seht ihr das auch? Das Bügeleisen ist im Blick. Und der Thomas auch? Thomas auch. Ja, super.
Thomas, welches Bild soll ich aufrufen? Ach, vielleicht nochmal die Welt zum Schluss. Die Welt? Deswegen, dritte Zeile. Ja, genau. Das ist nötig. Notwendig, ja. Perfekt. Genau. Also was ich brauchen könnte, das wäre wirklich Finanziers, Geldgeber für mein weltweites Energienetzwerk, ja. Damit ich mit dem Kontakt mit Israel halt, mit dem Kontakt aus Israel, mit den Kontakten aus Israel zusammen nach Mexiko gehen kann. Und kann dort anfangen, weiter an dem Energienetzwerk zu bauen, ja. Sowas wurde auch schon mal gemacht, hieß dann Desertec, ja. Waren ziemlich große Firmen dabei, ist aber wieder ins Wasser gefallen. Da würde ich gerne weitermachen und das wieder auflegen und beschleunigen. Gerade in Afrika muss also wirklich was geschehen. Ja, das wär's. Sieht man eigentlich dieses hübsche Hintergrundbild jetzt da, so mit so Planeten irgendwie leuchtend? Sorry, ich bin leider schon dabei, das nächste Bild aufzurufen. Ich kann jetzt nicht mehr zurück hier. Ich bin hier schon am Klicken sozusagen. Nein, bei meinem Kamerabild, ja. Hat noch gut gesehen. Thomas, ich sehe dich. Ich werde mich gerne noch mal kurz, ich wäre ja nach Thomas eh dran, doch noch mal was kurz sagen, während des Kochens. Ja, darf ich? Okay. Ich sehe jetzt bloß nicht meine Kamera, die habe ich jetzt nicht angeschlossen. Also, vielleicht habe ich mich da auch missverständlich ausgedrückt, was das mit den falschen Antworten angeht. Ich glaube schon, und das habe ich ja gestern auch angemerkt, deshalb, weil du ja sagtest, erstmal müssen alle Argumente auf den Tisch kommen können. In dem Moment, wo man Menschen aber sagt, das ist falsch, was du da sagst, lässt man das Argument im Grunde genommen nicht zu. Sprich, ich vertrete die Position, dass bei Kommunikation man erstmal wertfrei alles akzeptiert, was kommt. Man kann sich seinen Teil dazu denken, aber das erstmal so stehen zu lassen. Und wenn man wirklich, also ich habe die besten Erfahrungen damit gemacht, mit gewaltfreier Kommunikation, wirklich zu sagen, was ich persönlich denke, aber niemals jemand anders zu sagen, was falsch an seinem Gedanken ist. Damit verlierst du die Leute. Und das hat, also das, was ihr erreichen wollt, ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, die Art der Kommunikation ist ein Teil des Problems, warum ihr damit nicht mehr Menschen erreicht. Also, sage ich mal knallhart, unter anderen Umständen, wenn wir mehr Zeit hätten, hätte ich gesagt, möchtest du einen Tipp von mir haben und hätte abgewartet, ob du ja oder nein sagst und hätte es dir gesagt. Aber das halte ich für wichtig, weil das leider ist Ehrlichkeit, du brauchst manchmal gewisse Direktheit, weil sonst verlierst du Leute, die du vielleicht sonst mit an Bord holen könntest. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Und natürlich gibt es falsche Lösungen, aber ich glaube, um die Menschen zur Einsicht zu bekommen, das nachvollziehen zu können, nützt es nichts, ihnen zu sagen, das ist falsch, was du denkst. Danke. Dylan, darf ich da vielleicht kurz noch Carla, antworten? Ja, ich antworte und dann du dazu. Carla, okay. Der hört uns ja. Ja. Ganz kurz nur, liebe Carla. Es ist so, dass in der Wissenschaft Kommentare geschrieben werden und wo der eine Professor dem anderen Professor sagt, wo er sich wissenschaftlich irrt. Das bedeutet, wir müssen schon auch darüber sprechen und ich werde auch gleich darüber sprechen, warum ich sage, dass man sich irrt, wenn man zum Beispiel die Milliardärskönige nicht beachtet, weil die nämlich sehr viel Macht haben und so weiter. Also wir müssen schon auch über die wissenschaftlichen Hintergrundirrtümer sprechen, die zu einer Weltanschauung führen und damit kann ich auch leben, wenn jemand sagt, unser Konzept hat wissenschaftliche Irrtümer. Darauf freue ich mich und deswegen laden wir ja immer Leute ein hier, die anderer Meinung sind, weil sie anderer Meinung sind als wir. Und jetzt öff deine Antwort an Carla. Ja, die Schlüsselargumentation stimmt nicht. Wenn ich sage, alles, was an Gedanken und Ideen, möglichst an Meinungen, soll offen auf den Tisch kommen, dann kann auch die Meinung auf den Tisch kommen, was falsch ist. Das ist ein Auslesefilter, der uns hindert, wichtige Meinungen und Maßstäbe mit in den Blick zu bekommen, wenn wir sagen, wir reden jetzt nur positiv oder wir verwenden keine Ablehnung oder Abwertung und keine Kritik. Und das kann man im persönlichen Bereich, kann man vielleicht sagen, ich will keinem wehtun, wie man mit seinen Freunden umgeht im Wohnzimmer, das kann man vielleicht entscheiden. Aber ein großer Ansatz eben auch von Fridays for Future und Extinction Rebellion ist,
Wir müssen jetzt lernen, auch die Wahrheit zu sagen, sie zu sehen und zu sagen. Und siehe Greta, was die den Mächtigen der Welt auch so alles gesagt hat. Es muss möglich sein, vernünftige Überlebensargumente, auch das, was jetzt notwendig ist, auch das, was wir vielleicht nicht wollen in unserer Konsumsucht. Aber es muss möglich sein, die Reife des Menschen so anzusprechen und diese Reife auch so zu fordern, dass er imstande ist zu sehen, was ist falsch und auch ohne Konsumleckerlis darauf zu verzichten, aus Verantwortungsbewusstsein. Weil seine innere Reife, aus Verantwortlichkeit auch Nein sagen zu können, verzichten zu können, auch Falschheit an sich selbst akzeptieren zu können, das ist eine notwendige Weichenstellung, die wir brauchen. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, da ist ja ein anderer Mechanismus, der ist ähnlich gefährlich, auch weil er ganz wichtige Standpunkte aussortiert. Und zwar ist das in der Wissenschaft, dass viele heutige Wissenschaftler sagen, also wenn einer kommt und will anfangen zu werten, das ist nicht wissenschaftlich. Wissenschaftlich ist nur Fakten liefern oder Werkzeugwissen liefern. So liefern wir die nächste Bombe an Leute, die damit irgendwas machen. Und wir sagen, ja, ist nicht unser Ding, nach den Wertungen oder den Werten zu schauen. Stimmt nicht, ist ein falscher Begriff von Wissenschaft. Das war die Wissenschaft der sogenannten Sophisten in der Antike, die Wissen angesammelt haben, um es zu verkaufen oder die Mächtigen damit zu bedienen. Aber Sokrates hat den Standpunkt vertreten, dass die wichtigste Wissenschaft ist, nicht irgendwelche Werkzeuge zu entwickeln, sondern ein Werte- und Orientierungswissen zu haben, wie man gut und verantwortlich mit Werkzeugen umgeht. Und das wäre der Grundbegriff auch von echter, guter Wissenschaftlichkeit. Dankeschön. Damit hat Öff seinen Beitrag vorgezogen. Und Thomas, ich würde dich jetzt auch vorziehen, bevor ich den Schlussbeitrag mache und wir uns der Diskussion mit den anderen Gästen, falls wir überhaupt noch welche haben, öffnen sozusagen, auch dann im 2-Minuten-Modus, damit wir entspannt bleiben können. Thomas, magst du jetzt schon vorziehen oder willst du unbedingt nach mir dran sein? Naja, ich würde jetzt so die letzten Worte sagen, bis zum Tschüss hin. Eher noch was Technisches. Kann man meinen virtuellen Hintergrund sehen? Sieht man das? Ich sehe diese Erde mit der Atmosphäre, mit dieser super dünnen Atmosphäre, das sehe ich. Ah ja, wunderbar. Das geht mit unten bei Video beenden, ganz links. Wählen Sie einen virtuellen Hintergrund. Video beenden, wählen Sie einen virtuellen Hintergrund. Oh, das kriegen wir jetzt technisch nicht hin. Ne? Ich wollte es nur mal bemerken. Wir müssen mal langsam die anderen Gäste zu Wort kommen lassen. Ja, und dann, ich muss dann auch langsam raus, wollte dann langsam mal Tschüss sagen, ja. Es wäre schön, wenn du noch dann meinen letzten Schlussbeitrag hören würdest, weil der ist inhaltlich noch mal ganz schwergewichtig. Ich bin dann auch draußen, ich bin dann fertig, ja. Und bedanke mich bei allen, ja, auch wenn wir jetzt nur noch zu dritt sind. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Dankeschön. Und bitte noch einmal diese 2 Minuten zuhören, die ich jetzt mache, ja, weil das noch mal sehr wichtig wird. Gerne, gerne. Ja. Also, liebe Carla und so weiter, wissenschaftlich ist es tatsächlich so, dass, bitte mal Professor Rainer Mausfeld schauen, Psychologe auch, ja, und der weist nach, dass eigentlich der Bürger, außer dass er manipuliert wird, nichts zu sagen hat. Er wird durch und durch manipuliert, das zu wählen, was ihm schadet. Und das ist so, weil wir im Kapitalismus muss das notwendig so sein. Das ist wissenschaftlich sonnenklar. Er macht nur am Schluss noch den Fehler, dass er also sagt, wir müssen die Zentren der Macht irgendwie angehen, wie auch immer er das meint. Aber entscheidend ist, dass die Masse der Menschen ist einer Gehirnwäsche unterzogen mit den gewinnbringenden Irrtümern, mit der sie überhaupt keine echten Freiheitsspielräume haben, weil sie unsere Demokratie pur Talkshow natürlich nicht zu sehen kriegen. Ja? Und da ist der Punkt. Und deswegen, wenn wir die Welt verbessern wollen, müssen wir diese ungeheure mächtigen Milliardärskönige, der Gates hatte sogar 9 Minuten in der Tagesschau bekommen, wir nicht. Ne? Und unsere Professoren nicht. Ne? Und dass das dann eben sozusagen
wenn wir nicht ins Gespräch kommen, auch mit den BDI und BDA und den Milliardärskönigen, und wenn die nicht verstehen, dass wir ihnen nicht nur ein Wirtschaftswunder von 500 Milliarden pro Jahr, 0,5 Billionen pro Jahr geben, von dem wir nur einen Teil für das Klima verwenden müssen, sozusagen, und der Rest ist reines Wirtschaftswunder, sozusagen, und wenn die nicht verstehen, dass sie neben dem Wirtschaftswunder noch die Chance bekommen, 127 Jahre alt kerngesund zu werden durch unsere Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, und wenn die nicht verstehen, dass sie durch uns Lebenslust erleben können, weil sie zum ersten Mal reinschnuppern dürfen in Bonobo-Kommunen, in echte kommunistische Kommunen, urkommunistische Kommunen und so weiter, und wenn sie dann zum ersten Mal Lebensqualität und Lebenslust spüren dürfen und echtes Geliebtsein spüren dürfen und so weiter. Also wenn wir mit denen nicht ins Gespräch kommen prinzipiell, dann haben wir immer schon verloren, weil die herrschen, weil die, wie Professor Mausfeld sagt, die Gehirnwäsche ist so stark, dass die Leute genau das wählen, was sie umbringt. Im Zweifelsfall auch die Kriegstreiberei, denn die gehört zum Wirtschaftssystem Kapitalismus, Marktwirtschaft dazu, und genauso dann die gesamte Umweltzerstörung. Und jetzt wäre ich inhaltlich durch und wir haben wahrscheinlich keine Zuschauer mehr. Ist noch jemand da, der jetzt mittalken kann? Der jetzt sich 2 Minuten zu Wort melden möchte? Haben wir noch Zuschauer oder sind alle weg? Ja, Tom, dann schönen Dank und auf Wiedersehen, gell? Und bis bald. Ja. Also vielleicht kurz zur Info. Wir haben 8 Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob die alle noch vom Monitor sitzen. Das kann man unten sehen. Und ich fände es zum Beispiel schön, wenn Joachim, der ja auch mit in der Runde ist, sich äußern würde, den ich für sehr fundiert halte. Also das fände ich schön, dich auch nochmal mit einbringen. Ja, gerne jetzt. Jeder kriegt 2 Minuten, ja? Also die Uhren sind bereit, ja? Und ich winke dann in den Bildschirm, wenn die Zeit zu Ende ist. Also ich muss raus jetzt. Alles klar, bis demnächst. Herzlich super, dass du da warst, ja? Oh, danke dir. Bis zur nächsten Talkshow Demokratie pur bist du natürlich wieder herzlich eingeladen, ne? Ja, danke, danke. Und wir sehen uns hoffentlich bei der DENA. Wer ist DENA? Deutsche Energieagentur, die Webinare, von denen ich erzählt habe, wo man viele Leute erreichen kann bezüglich Energiewende. Meine Bitte an dich, Carla, lass es uns von Mensch zu Mensch machen. Ja, also ich komme mit diesem ganzen Anonymen und hier Mail schicken und so komme ich überhaupt nicht klar. Lass uns reden. Herzlich eingeladen, Carla. Ich bin telefonisch hier in Köln. Ich kann innerhalb von 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten rufe ich meistens zurück, wenn die Leute nur ein Wort auf den Anrufbeantworter sagen und sagen, hallo, bitte Rückruf. Na? Ich ging jetzt auch nicht an dich, sondern an Thomas, der sich ja jetzt gerade verabschiedet. Und ich habe ihm auch schon im Chat geschrieben. Also DENA kann ich nur empfehlen. Ich muss dazu sagen, ich kriege aus dem Chat zum Beispiel, kriege ich gar nichts mit. Thomas, du solltest dann jetzt nochmal im Chat schauen. Ja? Aber ich habe gar keine Zeit hier als Gastgeber überhaupt auch nur einmal in den Chat reinzuschauen. Ne? Vielleicht als Tipp noch für alle, wenn ihr es noch nicht kennt, es gibt im Chat, wenn ihr den geöffnet habt, unten über den Button, gibt es einen kleinen 3 Punkte, da kann man draufklicken und das speichern. Dann könnt ihr es euch hinterher in Ruhe angucken. Ah, Chat speichern, alles klar. Bitte. Chat speichert. Chat speichern. Wo steht das? Hab ich. Wunderbar. Wo steht das? Chat speichern? Drei Punkte neben den Datei. Da drauf gehen. Ich sehe Chat. Ich muss erstmal auf Chat gehen und dann, wo kann ich dann speichern? Ganz unten. Datei speichern, 3 Punkte. Drei Punkte, da drauf drücken und dann Chat speichern. Chat speichern und wird dann auch werden noch neue dazukommende Sachen gespeichert oder nur das, was davor war? Nur was davor ist. Du musst es am Ende dann nochmal speichern. Dann speichere ich es ganz zum Ende. Ja, ich habe es begriffen. So, dann muss ich jetzt aber wieder zurück zum Gesamtbild. Hat das geklappt? Seht ihr euch alle? Ja, Joachim Winters, herzlich gerne 2 Minuten. Oder wer noch möchte. Also ich mach mich verwagert. Bis bald, bis zur nächsten Talkshow Demokratie pur, der freie Argumente-Plattform, wie wir sie jetzt im Untertitel nennen werden. Alles klar. Ich bedanke mich. Schönes Wochenende an alle. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte aber keine 2 Minuten nutzen, hier um irgendwas zu sagen. Bitte lauter. Bitte lauter, Joachim Winter. Vielen Dank für die Einladung, aber ich möchte gar nicht groß was sagen. Ich habe zugehört, hat mich interessiert, auch gestern schon oder vorgestern, gestern. Aber ich habe jetzt hier im Moment nicht viel beizutragen. Vielen Dank. Dankeschön. Jetzt sehe ich hier noch Udo und Kast und Carla. Sind noch mehr Leute da? Ich sehe jetzt nur noch Udo, Kast und Carla. Wer möchte 2 Minuten? Sonst lasse ich erst einmal nochmal öff 2 Minuten sagen. Okay, richtig? Hast du was? Ach, da ist jemand. Udo. Der Udo meldet sich gerade. Lauter. Warte. Jetzt geht's jetzt besser? Ja, viel besser. Ja, hier ist der Udo aus Deckenbach. Wir sind ja auch hier im For Future Summits unterwegs mit einigen eigenen Veranstaltungen und Events. Und ich habe mich dann halt auch jetzt einfach mal relativ spät eingeklinkt, um einfach ein bisschen mitzuhören. Insofern kann ich jetzt einfach nicht viel beitragen oder dazu sagen. Ich finde es total klasse, dass das hier stattfindet und dass sich da vielleicht jetzt auch eine Regelmäßigkeit raus ergibt, dass man so einen Talk halt auch wiederholen kann und sich da immer mal dazuschalten kann, fände ich ganz toll. Ja, wir machen alle paar Tage eine Demokratie-Pur-Talkshow, die jetzt im Untertitel dann heißen wird Freie Argumente-Plattform. Und wir machen das alle paar Tage, jederzeit bei uns melden. Einfach auf www.nexts4f.de, also www.nextsiegfried4friedrich.de. Da seid ihr sofort auf unserer Homepage, sofort die Telefonnummer oben rechts und wir sind erreichbar. Also wir rufen sofort zurück. Da läuft immer der Anrufbeantworter und wir rufen immer so schnell wie möglich zurück. Wenn das nächste Gespräch beendet ist, rufen wir sofort zurück. Ja, das wäre ja ein schönes Ergebnis, was wir nachher auch oder morgen dann darstellen können und eben auch verewigen jetzt auf unserem Festivalgelände, dass die Leute das finden. Und dann herzlich willkommen dann als Talkgast jederzeit. Alle paar Tage machen wir eine Runde. Ja, und die wird dann in verschiedenen YouTube-Sendern gesendet und hat immerhin schon, ja, einige der Talkrunden haben die 1000 Klicks überschritten, ne? Also auf den verschiedenen Sendern zusammengenommen. Ja, ja, tschüss Carla, gell? Tschüss Carla. Ja, also jetzt haben wir noch Kast, der vielleicht was sagen könnte. Kast. Ah, danke schön. Kast sagt jetzt nichts dazu. Öff, nochmal einen Beitrag, ja? Ja, gern. Also ich bedanke mich. Lauter. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es ist sensationell, dass wir das hier machen mit Demokratie pur und den Anfang so eine freie Argumente-Plattform. Wie gesagt, es gibt sie nicht. Und wenn man sogar die Experten fragt für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, für transformatives Lernen und so weiter, Mandy Singer-Brodowski, Frage, gibt es irgendwo eine einzige Plattform, die sich diese Ansprüche stellt? Alle Argumente können auf den Tisch, der Beutelsbacher Konsens gilt und es geht nach Argumentequalität statt Korruption, statt nicht argumentativer Korruption. Gibt es noch nicht und diesen Startschuss hier, der ist genial und da bin ich voll begeistert von und ja, und vielleicht noch das Letzte, das heißt aber eben wirklich, alle Argumente können auf den Tisch. Jeder kann seine Meinung sagen, aber er muss auch damit leben, dass jede kritische Meinung oder wenn Fehler drin sind, oder wenn es wissenschaftliche Ergebnisse gibt, die auch einen Widerspruch bilden zur Meinung, das kann alles auch auf den Tisch. Es wird nichts mehr ausgelesen. War es das schon? Ja, danke schön. Dann ganz kurz noch mein Schlussbeitrag dazu. Das ist ja das Schlimme, dass alle wissenschaftlichen Argumente müssen auf den Kopf. Ich habe eben schon gesagt, wir müssen damit leben, dass wir nichts erreichen werden mit dem Hass auf die Reichen und die Bonzen und so weiter, sondern wenn wir sie nicht lieben können, dann wird es keine Transformation geben, da die den Staat im Griff haben. Über Professor Mausfeld nochmal. Die haben den Staat und die Menschen im Griff mit einer vollen Gehirnwäsche, durch die alle gewinnen
gewinnbringenden Irrtümer zusammen, ohne böse Absicht. Niemand manipuliert absichtlich, sondern die gewinnbringenden Irrtümer, an die jeder glaubt. Bill Gates meint es doch nicht böse. Der irrt sich nur total und glaubt wirklich, dass wir alle geimpft werden müssen. Ja? Der glaubt das wirklich. Das sind gewinnbringende Irrtümer, die unbewusst sozusagen da laufen und die ihm seine Milliarden gebracht haben. Er hat auch geglaubt, dass wir alle Computer brauchen, um glücklich zu sein. In Wirklichkeit brauchen wir kommunistisches Bonobo-Leben sozusagen. Und jetzt zeige ich noch ein paar Bilder, um zu zeigen, dass wir wissenschaftlich auch diskutieren müssen. Warum kann ich das jetzt nicht hier? Ach, FF ist vor dem Zeichen. Moment, ich sehe übrigens nur FF jetzt hier. Aber ihr hört mich, ja? Ihr hört mich? FF? Ja. Ja, gut. Ja. Denn ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder. Zum Beispiel hier, dass die Evolution des Menschen so verläuft, dass der Kapitalismus und die Marktwirtschaft uns mittlerweile mickriger macht, dümmer macht und wir alle am Rollator am Ende wieder ganz unten sind. Ja, dass wir in den letzten circa 30.000 Jahren 150 Milliliter Gehirnvolumen verloren haben, also dümmer geworden sind. Das spricht dafür, dass wir in einer riesigen Gefahr sind, nie mehr aus dem Kapitalismus rauszukommen. Denn um aus dem Kapitalismus rauszukommen, brauchen wir riesige Gehirne, ja, also um das überhaupt zu verstehen, was da los ist. Dann hier, naja gut, die gesamte Evolution sollte man verstehen. Und dann noch ein Punkt, den ganz viele nicht verstehen, ist, dass leider alle träumen von Gleichheitsgesellschaften, völliger Gleichheit und alles soll gleich sein. Jeder Mensch soll ein Genie sein, soll auch als ein Genie behandelt werden. Deswegen darf man ihm dann auch nicht sagen, dass er sich wissenschaftlich irrt und so weiter, weil alle sind ja Genie und alle wissen alles. Aber leider ist die Evolution so, dass sie ein totaler DNS ist, die Evolution ist ein Ungleichheitsgenerator. Ja? Wenn zwei Eltern durchschnittlich intelligent oder Körpergröße durchschnittlich haben, dann werden die Kinder, einige werden ein bisschen kleiner sein als der Durchschnitt und einige werden ein bisschen größer sein. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, aber er fällt immer in einer bestimmten Entfernung vom Stamm und so weiter. Und das macht die Evolution, das ist quasi unbewusst absichtlich in der Evolution, weil es darum geht, Anpassungsmöglichkeiten an neue Gebiete zu ermöglichen, in denen zum Beispiel kleinere Gehirne von Vorteil sind, zum Beispiel Inseln. Auf Inseln sind kleinere Gehirne von Vorteil, in großen Gebieten sind größere Gehirne von Vorteil für menschenähnliche Lebewesen und so weiter. Und deswegen haben wir den Inselkleinwuchs und den Inselgehirnkleinwuchs bei vielen Tieren. Also das heißt, ich will damit nur sagen, wir müssen uns damit beschäftigen, dass die Naturwissenschaft einfach manche Träume nicht zulässt und nicht gestattet, ja? Manche Dinge gehen einfach nicht. Und darüber muss man ja wissenschaftlich reden dürfen, auch wenn man dann damit sagt, dass der Glaube, an den jemand als Menschenbild glaubt, eventuell wissenschaftlich widerlegt ist und einfach falsch ist, ja? So, das war mein Schlusswort. Ich blende ein. Hier, wir sind ja letztendlich beim World Council of Wise People hier. Ich rücke den Öff nochmal hier ein bisschen nach oben rechts oder unten in die Mitte. Und ja, vielleicht noch dein persönliches kurzes Schlusswort. Von mir? Ja. Wir müssen weitermachen mit Demokratie pur, freie Argumente-Plattform, alles zulassen, auch unsere Irrtümer uns unter die Nase halten lassen. Wir müssen das Nötige lernen. So verstehe ich zum Beispiel bei Extinction Rebellion diesen ersten Satz jetzt, diese erste Forderung. Sagt die Wahrheit, nicht nur offen und ehrlich sein, sondern wir leben in einer Zeit von so einer Menschheitskrise, dass wir die Argumente wissenschaftlicher Überlebenslogik zulassen müssen. Es kann nicht mehr sein, dass die mit irgendwas weggeschoben werden. Die müssen endlich zugelassen werden und müssen zum Durchbruch kommen. Genau, wir müssen die Wahrheit sagen, auch wenn sie wehtut, weil sie manchen Träumereien widerspricht. Ich sage immer so, das ist, tut mir immer so leid in meinen Sendungen im Internet, sage ich immer in diesen kleinen Fernsehsendungen. Wir haben jetzt fast 500 Fernsehsendungen im Internet veröffentlicht. Sage ich immer, es tut mir leid, dass ich den Leuten so wehtun muss, dass ich sage, dass es wissenschaftlich widerlegt ist. Ja? Nicht jedes Kind, das geboren wird, ist ein Genie, sondern leider gibt es Unterschiede, genetische Unterschiede.
Unterschiede und Bildungsunterschiede und Einflussunterschiede, alles summiert sich zusammen. Lauter Faktoren zerren an der Intelligenz und der beruflichen Leistungsfähigkeit eines Menschen, Innovationen zu entwickeln. Und darüber müssen wir doch mal ehrlich sprechen können, weil sonst gehen manche Dinge einfach nicht. Ja, wenn man nicht in der Wahrheit ist, geht eigentlich gar nichts. Wenn ich in einem Traum bin, kann ich diese Welt nie reformieren. Ich muss in der Wahrheit sein. Und deswegen werde ich dich auch natürlich selbstverständlich wieder bald zur nächsten Talkshow, zur nächsten freie Argumente-Plattform. Ich werde als erstes jetzt das Bild ändern von der Demokratie pur Talkshow, dass das als Untertitel drunter kommt, freie Argumente-Plattform. Ja? Ich danke dir, bin immer gerne dabei.